Liebe Zuschauer, verehrte Gäste im ICC. Es hat schon Tradition, wenn der Bayerische Rundfunk am letzten Wochenende der internationalen Funkausstellung seinen Komödienstadel nach Berlin schickt. Sozusagen ein Besuch des Bayerischen Löwen. Ja, da bin ich. Sie, Frau Verwalter? Ja? Wissen schon das Neueste? Das kommt drauf an, was du für das Neueste hast. Ich bin heute auf Nacht nicht da. Ich geh fort. Was? Du hast doch erst gestern Ausgang gehabt, Kathi. Und Wochenende schließlich auch nicht, oder? Nein. Aber mein Theo hat angerufen, dass er heute frei hat und auf ein paar Stunden zu mir rauskommt. Wer ist denn der Theo? Ja, mein Bräutigam. Ich denke, der heißt Hans. Nein, das war doch der vom vorigen Jahr. Ach so. Und der Heilige heißt Theo? Ja. Hat der vielleicht auch einen Beruf? Oder lebt er bloß wieder von dir? Ja, sie, was meinst, der ist wohlhabend. Aha. Ja, der ist Oberkellner in einem Münchner Nachtlokal. Ach so. Und da wären natürlich nur die Gäste arm. Messi, der hat schon so viel zusammengeschnorrt. Was? Ja, zusammengespart, dass er eigene Wirtschaft aufmachen kann. Aha. Ja, und da werd ich dann Wirtin. Na, also jetzt, Herr Kathi. Oi. Na, pass nur auf, dass deine Angestellten auch fleißig arbeiten und nicht bloß ihren Lohn kassieren. Nein, das habe ich schon von einer gelernt, dass man bei den Dienstboten ein Sparen anfangen muss. Also, jetzt druck dich aber, du Wahnsinn, du Freche. Ah, halt auf. Anstandshalber wollte ich schon noch fragen, ob ich meinem Theo was zum Abendessen hinstellen darf. Schon, gell? Ach, Kathi, wenn ich Nein sag, dann gibst du es ihm ja doch. Ja? Sie sind voll gescheit, Frau Brandl. Naja, Sie werden ihn ja kennenlernen. Messi. Ach, das ist ein Bild von einem Mann, mein Theo. Der Neid wird einer fressen. Ja, ja. Mich frisst höchstens der Ärger, wenn ihr jetzt in die Küche ausschaut und das Mittagsgeschirr ist wieder nicht abgespült. Ach, Messi, das pressiert doch nicht. Wenn ich nicht da bin, gibt's doch sowieso bloß was Kaltes. Aber meinem Theo stelle ich schon was Gescheites hin, gell? Dass ich einer in München nicht ausrichten kann. Sie, und wenn Sie dann einmal in der Stadt sind, dann dürfen Sie bei uns gratis essen. Oh, das ist aber sehr liebenswürdig. Ja? Mei, da wären Spitzen, wie ich kochen kann, wenn ich mit dem Zeigel nicht so sparen muss wie da herin. Kathi, also jetzt aber raus! Ja. So, jetzt muss ich doch einmal nachschauen.
Ob Tanti Lotti! Tanti Lotti! Ja. Weißt du, wer gekommen ist? Ja, der Theo. Was für ein Theo? Der neue Verlobte von der Kathi. Nein, der Josef ist gekommen. Den kenne ich nicht. Also. Ja, Josef, mei, da kenne ich etliche. Aber wen meinst denn du? Ja, ein Josef Draxler. Ach, jetzt, der Förster vom Silberwald. Weibi, Besuch ist da. Der Chef ist gekommen. Der Draxler-Chef. Grüß Gott, Frau Lotte. Grüß Gott, ist aber nett, dass wieder einmal zu uns herschauen. Du stell dir vor, er ist Fürst geworden. Ja, und ausgerechnet bei uns, weil ja. Ich freue mich ja so. Ja, warum du? Ja, weil ich weiß mir gut, dass ihm unsere Gegend gefällt. Also, so, Förster beim Grafen Lichtenberg. Ja, da kann man ja direkt gratulieren. Dankeschön. Setzen wir uns doch hin, wir müssen doch keine Löcher im Boden einschneiden. Ja, dann wirst du jetzt ja bald um eine Försterin umschauen müssen, was? Ja, könnte schon sein. Ich wüsste sonst gar nicht, was ich mit meinem Gehalt anfangen sollte. Ja, schauen Sie sich nur um, wie man so schön sagt, unter den Töchtern des Landes. Nicht, dass du als Junggeselle auf dumme Gedanken kommst, gell? Die Gefahr ist in unserem Nest nicht so groß. Auf die 75 alten Weiberl ist keiner scharf. Und die paar Jungen, die nicht waren, die sind schon vergeben. Oh, auch nicht alle, hm? Was, ne? Ja, was gibt's, Sacherl? Brief für dich. Dienstlich? Ja, freilich, sonst hätten ja der Postbote nicht im Büro ab. Aha, danke schön. Ah, die Versammlung schaut man nach einer Kaffeerunde aus. Ich hätte gern mit einen mit dem Kirschwasser, wenn's recht ist. So. Schau mal, Vater Zacherl, wer da ist. Jäckel, der Draxler-Sepp, grüß dich. Servus. Warum ist mir der von hinten schon so bekannt vorgekommen? Der Förster ist ja wohl beim Grafen Lichtenberg. Ja, da werden Tausender Freude haben. Übrigens, ich war gestern in München, Herr Zacherl. Und da habe ich bei Ihrer Enkelin im Laden vorbeigeschaut. Eine Steffi? Ja, ein schöner Grösser ist er. Dankeschön. Wie geht's Ihnen? Schaut gut aus, gell? Ja, rund und gesund, wie ein Apfel. Wie ein Apfel, ja. Ich war auch einmal ein Apfel. Ja, aber es ist schon lang her. Mittlerweile bin ich vom Baum gefallen. Ja, jetzt sowas. Nein. Was ist denn, Gustl? Was hast du? Was? Von wem ist denn der Brief? Aus München vom Herrn Ökonomierat Guckmeier. Aha. Ah, unser hoher Herr Zentralinspektor von den Lichtenbergischen Gütern. Ja, der. Ist es wegen der Stiftung, Gustl? Nein, das ist dienstlich, weil ich. Entschuldigung, was für eine Stiftung? Ja, weißt du, das geht noch auf den Großvater von jetzigen Grafen Lichtenberg zurück. Ja, das muss ein ganz strenger, altmodischer Herr gewesen sein. So ein extra Heiliger. Ja, das war der reinste Moralapostel. Und weil er halt gern gesehen hat, dass seine Gutsverwalter ihm nacheifern, hat er in seinem Testament eine Stiftung hinterlassen. Und aus dieser Stiftung kriegt einer von diesen Gutsverwaltern alle Jahre eine Prämie. Und zwar derjenige, der sich einen besonders moralischen Ruf erworben hat. Und wer bestimmt das? Ja, da gibt es ein Gremium von den Lichtenbergischen Erben. Und Vorsitzender ist der Herr Ökonomierat Guckmeier. Und um wie viel geht's da? Du, je nach Dienstjahre und Dienstzugehörigkeit, 5, 10 bis 12.000 Mark. Nicht schlecht, Herr Specht. Ja, und übrigens, glücklich verheiratet muss natürlich der Prämienkandidat auch sein. Ja, das ist ja bei euch der Fall, gell? Ja, freilich. Ja, und die Kollegen von den anderen Gütern, die sind natürlich auf die Prämie ausscharf. Ja, die lassen sich denken, Sepp. Und das sind alles hochmoralische Herren. Du, das weiß ich nicht, aber wenn da einer dabei ist, der sich irgendwie unmoralische Sachen zu Schulden kommen lässt, dann hängen von den Kollegen bestimmt werden. Ja, und darum ist mein Gustl vor 6 Monaten nach München gefahren und hat sie beim Ökonomierat für die Prämierung vormerken lassen. Dann brauchen wir euch ja nur noch die Daumen drücken. Ja. Wann erfasst denn das Ergebnis? Ja, vielleicht heute. In dem Brief schreibt mir der Herr Ökonomierat, dass er heute am Nachbargut zu tun hat und dass er dann zu uns rüberfährt, dass wir drüber reden können. Aber Onkel August, da brauchst du nicht so nervös werden. Oder siehst du schwarz für deine Chancen? Anderl, keine Spur aus Freude. Aus Freude bin ich heute ein bisschen nervös, nicht? Und da muss man einen hochmoralischen Lebenswandel führen, dass man prämiert wird. Ja, mein. So, Viecherei. So, und ich muss in Kirche und Kaffee und Kuchen vorbereiten. Wir haben nämlich die Katze im Verdacht, dass nur noch draußen steht und nach ihrem Theo Ausschau hält. Ich kriege eine mit dem Kirschwasser, wenn es richtig ist. Ja, das weiß ich schon. Annalund, du bist so gut und schneidest dem Garten ein paar Blumen für die Vasen. Gell? Gehen Sie mit, Herr Förster? Gern. Bei der Gelegenheit kann ich Ihnen gleich unsere neuen Kanarienvögel zeigen. Mögen Sie es auch so gern? Also ehrlich gesagt, eine Braut nicht ganz ist mir lieber. Ach so? Aber die gibt's ja doch hier. Ja, Zacherl. Lieber alter Freund und Heger. Du, jetzt muss ich dir was beichten. Beichten? Ja, mir? Mhm. Ja, von mir aus. Aber Absolution kann ich dir keine erteilen. Ja. Dazu habe ich von droben keine Genehmigung.
Jetzt sag mal, Zacherl, was hältst du eigentlich so von mir? Ich meine, als Mensch, als Verwalter, überhaupt so. Im Ernst? Ja, ganz im Ernst. Mir ist nicht zum Lachen. Naja, der Geschäft verstehst du, weißt du selber. Ja. Und Brief an Tim, Klasse 1a. Wie ich damals nach dem Unglück von meiner Tochter und von meinem Schwiegersohn mit meinen drei Enkeln durchgestanden bin, allein, da hätte ich ohne deine Hilfe nicht mehr aus dem Denkhaus. Ja, ist schon recht, Sacherl, ist schon recht. Ja, und meine ältesten Enkelin, der Steffi, hast sogar in München ein Süßwarengeschäft eingerichtet. Ja. Also, Gustl, ich, wenn dir ein Zeugnis ausstellen müsste, à la bonne heure. Siehst du, das ist ein Irrtum von dir, ein ganz großer Irrtum. Das glaubst du doch selber nicht. Schau mir mal in die Augen. Hey, jetzt machst du es aber feierlich. Mir wäre da ganz anders. Du, setzen wir uns aufs Sofa über, da hört man uns nicht so leicht in die Küche aus. Halt, mein Lieber, du. Jetzt, da was hast denn, Gustl? Du, einmal muss raus. Außerdem kommt es ja heute sowieso auf. Sacherl, ich bin ein Lump. Seit wann? Seit 6 Monaten. Pass mal auf. Vor einem halben Jahr bin ich nach München in die Zentralinspektion gefahren und habe mich beim Herrn Ökonomierer Guckmeier um die Prämie von dieser Stiftung beworben. Ja, bitte? Das haben wir ja gerade gehört. Ja, aber das Ergebnis weißt du nicht. Der Herr Rat hat mir nämlich wenig Hoffnung gemacht. Wieso? Der kann dir doch nichts Schlechtes nachsagen. Ja, das nicht, aber zur Zentralinspektion gehören immerhin 14 Gutsverwalter und da warten ein paar schon jahrelang drauf, sodass für mich so schnell nichts drinsteht, nicht? Und die Fortwerken sind lauter brave Lamperl. Du, das weiß ich nicht, aber selber schlecht machen wird sich keiner. Und die meisten haben auch Kinder und das sind Pluspunkte, verstehst du? Ja, ja. Ja, aber deswegen bist du noch lang kein Lump. Nein, aber trotzdem habe ich mich geärgert, wie ich es erfahren habe. Nicht vorgestellt habe ich mir, wie ich heimkomme und mich vor der Lotte schäme, wo wir uns so schön ausgemalt haben, was wir uns für die Prämie alles leisten können, nicht? Auch keine Lumperei. Ja, und in meiner Wut bin ich dann aus dem Büro raus und ziel- und planlos durch München gerannt. Finster ist schon gewesen, ich habe mich gleich gar nicht mehr auskennt, wo ich bin. Und da, Zacherl, da habe ich eine Dummheit gemacht. Mein Lieber, du machst die Geschichte so spannend, dass wir beinahe die Füße schlafen. Gustl, kannst vielleicht im Schluss anfangen? Du, zu allem Unglück hat es auch noch geregnet. Geregnet, sag ich dir, geregnet. Nix wie geregnet. Hör auf, ich bin ja schon ganz los. Ich spanne also meinen Schirm auf, schaue mich ein bisschen um und auf einmal hängt sich wer bei mir ein. Was meinst du, wer? Der heilige Florian wird es nicht gewesen sein. Nein, ein Fräulein. Jung, hübsch, rassig. Ja, gewissermaßen. Woher weißt denn du das? Weil jetzt langsam ein bisschen Unmoral nehmen muss in deine Kindermärchen. Du, und da sagt das Haserl. Das, wo an deinem Arm hängt, ja, unter dem Schirm. Ja. Entschuldigen schon, sagt sie, wenn ich mich bei Ihnen unterstelle, aber Sie haben so einen Mordstromschirm und ich habe leider gar keinen. Hm. Ja, da mag man dann auch nicht so sein. Natürlich. Ja, selbstverständlich. Wer verjagt schon ein junges, hübsches, rassiges Haserl? No. Das, wo einem von selber zulaufen. No. Das wird dann natürlich furchtbar unangenehm gewesen sein. Du, verspotten brauchst mich jetzt auch nicht. Ich bin das Opfer einer tragischen Situation geworden, ja, nicht? Ja, nur. Du, und da red die gleich weiter. Haben Sie auch so einen Hunger wie ich, fragt's mich. Ich schaue treuherzig in die Augen und nick. Gustl, was? Das war schon zu viel. Was denn? Nicken. Meinst du? Treuherzig schauen ist die Grenze. Wer einem Weiberlein zunickt, ist schon verkauft. Ja, mein, wir Provinzler sind halt dem Fallen der Großstadt nicht so gewachsen. Du, kaum hab ich ganz unschuldig genickt, da sagt sie, dann gehen wir zum Essen miteinander. Ich weiß gleich in der Nähe ein schönes Lokal, da führe ich sie jetzt hin. Es heißt Trocadero. Trocadero? Ja. Das ist aber kein bürgerliches Wirtshaus. Das klingt mehr nach einem Nachtlokal. Nein, das war ganz gemütlich, nicht? Nicht so eine neue moderne Diskothek für die Jugend unter 20. Ja. Nein, es war so Mahagoni-Defilung, also leicht rötliches Licht hat gescheint, verstehst du, Musik hat gespielt. Ja. Später sind dann ein paar Tänzerinnen aufmarschiert und ein bisschen umeinander gekupft, verstehst du? Ah, lauter junge, hübsche, rassige Haserl, ne? Mein lieber Zacherl, du hättest Schnaufen vergessen können, das sag ich dir. Ja, das kenn ich. Ja. Oh, mein Sohn, in welchen Sündenpfuhl bist du geraten? Was denn? Schade, dass ich nicht dabei war. Ja, freilich. Jetzt könnten Sie aber endlich mit dem Kaffee kommen.
Sag mal, was täten wir jetzt mit einem Kaffee mitten unter meiner Peitsche? Ja, ja, so ein Kaffeetschall mit einem Kirschwasser, das tat uns jetzt gut. Ich meine, so eine Seelenwäsche strengt doch an. Ja, ja. Ja, wo sind wir jetzt geblieben? Im Trocadero, beim Essen und beim Trinken. Du bestellt hat das Mädel, als hätte ich im Lotto einen Sechser gewonnen, verstehst? Wir sitzen uns also so gegen. Na, das muss ich dir jetzt vorspielen. Du bist jetzt sie und ich bin ich, gell? Ich bin sie. Ja, du bist sie. Also, wir sitzen uns so gegenüber. So weit auseinander? Nein! Vor ein kleiner Tisch, ein Zweiertisch, ganz hautnah. Und auf einmal, gleich nach dem Essen, wird meine Begleitung mit einem Schlag ganz traurig. Weil es nichts mehr unterbracht hat? Nein, nein. Weil sie ein Waisenkind ist, hat sie mir gesagt, und keinen Menschen mehr auf der Welt hat, außer einen Onkel. Aber den hat sie jetzt auch nicht mehr, weil er verschwunden ist. Oh, gestorben. Oder eingesperrt? Ja, keine Ahnung, keine Ahnung. Jedenfalls hat sie mich gefragt, ob nicht ich jetzt ihr Onkel sein möchte. Verstehst du? Und schon hat sie ihr Wangerl an meinen Kopf gepresst, ihren Arm um meine Schulter gelenkt. Ja, so ungefähr, verstehst du? Solch eine Frechheit, gell? Ja, mein Gott, was macht so ein armes Waisenkind nicht alles in seinen Schmerz? Sacherl, sogar Tränen hat sie vergossen, gell? Krokodilstränen. Gustl, an allen war nur der Nigger schön. Ja, ich schaue also zwischen diesen Umarmungen so auf die Eingangstür hinüber, die war da hinten. Ja, genau da. Und auf einmal sehe ich, wie bei dieser Tür wer reingeht. Das ist bei den Tieren meistens so. Ja. Was meinst denn wer? Ja, was fragst denn da mich? Du weißt es ja. Der Herr Ökonomierat Guckmeier. Ja, frühzeitig. Ja, das habe ich mir auch gedacht. Du, das Mädel muss meinen entsetzten Gesichtsausdruck bemerkt haben. Sie schaut sich um, stößt einen Schrei aus. Ah! Nein, sie, nicht du, verstehst? Ich bin ja sie. Ah, stößt einen Schrei aus, springt auf und rennt davon. Wie ein Blitz war die Weg, verstehst? Wie ich später bemerkt habe, durchs Buffet zum Hintereingang hinaus. Du, die muss sich gut auskennen haben in dem Lokal. Ja, ja, die speiste öfters mit solchen Kopfnickern. Ja. Und ich war natürlich dem Herrn Ökonomierat ausgeliefert, verstehst? Der geht auf mich zu, faucht mich an. Also hier muss ich Sie finden, Herr Verwalter, in diesem obskuren Lokal. Und wer war das Putzerl da neben Ihnen, das ich leider nur von hinten gesehen habe? Sie Bremen-Aspirant, Sie Scheinheiliger. Red der so? Ja, der kommt ja aus Wien. Ich glaube, verarmter Adel, verstehst? Ja, und in meiner Verlegenheit habe ich gesagt, das Putzerl, ich meine, die Dame. Oh, ein verwaistes Christkind. Nein, die Dame, habe ich gesagt, das war meine Frau. Ho. Gar nicht einmal so schlecht als Ausrede. Vorausgesetzt, dass der Herr Ökonomierat deine Lotte nicht kennt. Nein, die kennt er nicht und von hinten schon gleich gar nicht. Jedenfalls hat er es geglaubt und ich habe natürlich gleich weitergelogen. Versteht ihr? Ich habe gesagt, meine Frau ist gerade schlecht geworden und sie ist hinausgestürzt und ich muss jetzt nach, muss schauen, wie es geht. Und weg war ich draußen beim Tempel und mit einem Schwung bin ich bis zum Bahnhof Grenzacherl und in derselben Nacht bin ich noch heimgefahren. Ja, das war so eine Art Panikreaktion, verstehst du? Sogar das Zahlen habe ich im Trocadero vergessen. Jetzt sag ich mal, Sacherl, ist das vielleicht keine Lumperei? Die Zeche zahlst, wenn du das nächste Mal nach München kommst. Herrschaftszeiten, begreif doch, Sacherl. Der Herr Ökonomierat hat sich um 2 Uhr angesagt. Jeden Augenblick kann er da sein. Und er freut sich schon, schreibt in den Brief, dass er meine Frau kennenlernt. Diesmal aber von vorne. Ui, 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 ui. Ja, da gibt's eigentlich nur eines. Was? Du musst deiner Lotte alles eingestehen. Und sie muss sagen, dass sie mit dir in dem Dings der Trocadero, meinst du? Trocadero, ja. Menschenskind, Sacherl, das glaubt man doch die Lotte im Leben nicht, dass das ein Waisenkind war. Glaubst es du? Na. Ja, eben nachher. Herrschaft, was mach ich denn bloß? Weißt du keinen Rat? Du hast doch schon so viel mitgemacht in deinem Leben. Mit Waisenkindern in Nachtlokalen weniger. Weniger. Ja, pass auf, Gustl, wir müssen die Sache einfach so einrichten, dass der Herr Ökonomierat deine Lotte nicht zum Segen kriegt. Ja, aber wie denn, Sacherl, wie denn? Wir müssen uns von Minute zu Minute immer was Neues einfallen lassen. Jetzt ach so, Mann. Ja, aber freilich, jetzt komm, das müssen wir doch verkünden. Gustl, jetzt steh davor. Gustl, unser Annerl ist verliebt. Ja, ist schon recht. Was? Du weißt was, wir sind überhaupt nicht da. Den lassen wir gar nicht rein. Was, du willst mein Peppi nicht reinlassen? Ah, oh! Was ist denn? Was ist denn? Drei
Minuten vor zwei. Um zwei hat sich der Herr Ökonomierat Guckmeier an, Frau Klotte. Ich muss jetzt wirklich den Kaffee aufgießen. Ja. Weil herkriegt habe ich schon alles. Ja. Ihr setzt euch hin und ich bring dann gleich alles rein. Nein, bleib da, lass die anderen den Kaffee herrichten. Warum denn? Ja, weil du musst meinen Regenmantel, ein paar Knöpfe nehmen. Der hängt rum, da fehlen ein paar Knöpfe. Am Regenmantel. Das hätte ich übersehen. Geh, Gustl, und außerdem scheint Sonne. Du, das spielt keine Rolle. Bei uns kann es jeden Augenblick regnen in der Witterungslage. Verstehst du? Ja, also. Und der Herr Ökonomierat macht bekanntlich immer einen Rundgang ums Gut. Da hörst du es. Lotte, wenn du mit dem Knopf an ihn fertig bist, dann kannst du eigentlich meine alten Socken stopfen. Die stehen ja bei mir unter dem Bett. Na, also, du hast das. Da hinten kommt schon ganz dunkel gerade her. Jeden Augenblick kannst du helfen. Also bitte, Lotte, sei so gut wirklich? Und mach mal meine Mantel. Was und schau, bring mal Kaffee mit dem Kirschwasser, gell? Herrschaftszeiten, darf ich die Anni nicht einmal verzeihen? Dass sie sich verlobt hat, Gustl. Später, Lotte, später, jetzt brennt's. Brennen? Ja. Du denkst, regnet. Mein Gott, raus mit euch, ja. Macht's das, was wir euch anschauen. Ja, unser einer hat ja auch seine Pflichten, oder? Mensch. Ja, lieber, du, das sag ich doch. Was sagst du denn, Sacher? Wenn wir so weitermachen, dann sind wir heute Abend in einer Nervenheilanstalt. Ja, am besten, sie liefern uns in eine geschlossene Abteilung ein. Da lass uns den Kuckuck nicht hin, verstehst? Ein gewisser Herr Kuckmeier ist draußen und fragt noch um Herrn Brandl. Jetzt, Sacher, passiert's. Ja, dann lass uns noch halt in Gottes Namen herein. Wieso in Gottes Namen? Ja, das sagt man halt so. Sind aber saudumme Sprüche. Meinen's? Ja. Bitte. Hustl, jetzt reicht die zusammen. So übertreiben darfst du natürlich nicht. Du musst einen ganz normalen Eindruck machen. Mach ich den nicht, Sacher? Nein. Ach, geh mal. Grüß Gott. Ja, Herr Ökonomierat. Ich begrüße Sie auf das Allerherzlichste. Ja, wenn's recht ist. Ja. Ich auch. Darf ich vorstellen, das ist unser alter Heger Blasius Zacherl. Er ist schon jahrelang auf dem Gut, nicht wahr? Die Leute sagen sogar schon Zacherlvater zu ihm. Ein Faktotum sozusagen. Ja, Faktotum. Sagen Sie, wo ist denn eigentlich Ihre Frau? Ich habe sie nicht richtig kennengelernt. Eigentlich nur von hinten. Ja, meine Frau, Herr Rat, ja, wo ist die denn? Sie, das begreife ich jetzt nicht. Ja, was denn? Ja, sie war ja gerade noch da, hat's zu dir nichts gesagt, Zacherl. Nein. Jo, ja. Sie hat was gesagt... Was hat sie gesagt? Was? Jetzt weiß ich's nicht. Ja. Jetzt haben sie mit raus. Er ist schon ein bisschen vergesslich. Ja. Halt, jetzt weiß ich's wieder. Sie hat gesagt, dass sie dem Herrn Rat zu Ehren noch zum Friseur muss. Ja, das ist ja nett, wäre aber nicht notwendig gewesen. Nee, ja, dann geh lieber zum Friseur und sag ihr, dass der Herr Rat schon da ist. Aber da muss ich Sie drauf aufmerksam machen. Wenn unsere Frau Verwalter ist, beim Friseur ist, dann dauert es manchmal 3 bis 4 Stunden. Was? Ja, wenn nicht noch länger. Ja, am Kopf ist sie heikel. Sehr heikel. Ja, bitte, nehmen Sie doch Platz, Herr Rat. Ja, danke. Wie war die Fahrt? Ja, danke, ja. Danke. Ach, das freut mich aber, ja. Herr Rat, das freut mich. Opa. Haben Sie Schmerzen, Herr Brandl? Die Bandscheibe ist mir ein bisschen rausgekommen. Also, dann gehen wir gleich zur Sache. Ja, bitte, ja. Hinsichtlich der Stiftung und der Prämienausschüttung kann ich Ihnen eine sehr angenehme Mitteilung machen, nämlich, dass Sie heuer noch drankommen könnten. Ach, Herr Rat, das freut mich. Ja, das ist ja geradezu pfundig, Herr Rat. Danke. Ja. Wieso sagen Sie eigentlich könnten? Schauen Sie, die offenen Fragen sind ja eigentlich gelöst. Ja, ich habe überall die besten Auskünfte über Sie danke, bekommen. Danke. Umso mehr hat es mich gewundert, dass ich Sie in diesem Bumslokal dort getroffen habe. Ja. Sagen Sie, wie sind Sie denn mit Ihrer Frau da überhaupt hineingekommen? Schauen Sie, Herr Rat, uns einer kennt sich halt in der Großstadt nicht so aus. Nicht finster war es, geregnet hat es in Strömen. Und dann ist vor diesem Nachtlokal schon ein uniformierter Portier gestanden. Nicht? Und der hat uns regelrecht hineinkomplimentiert. Ah, das war ein Schlepper. Okay. Ja, die Gefahr der Großstadt, wem erzählen Sie das? Ja, und ausgerechnet, Herr Rat, ausgerechnet, wie wir Sie gesehen haben, da ist uns schlecht worden. Ihnen auch? Nein, meiner Frau natürlich nicht. So. Sie ist hinausgestürzt und ich hier nach, das haben Sie noch gesehen. Ja. Sonst hätte ich mich selbstverständlich mit Ihnen weiter unterhalten, nicht? Ja, aber ich habe meiner Frau nach müssen. Ja. Und bis ich die erwischt habe, Sie müssen wissen, Herr Rat, meine Frau war in jungen Jahren eine ganz hochkarätige Sprinterin, verstehen Sie? Also bis ich sie erwischt habe, waren wir schon so weit von dem Lokal weg, dass wir gar nicht mehr zurückgefunden hätten, verstehen Sie? Ja. Verstehe. Und da ist uns dann wieder besser geworden. Die Bandscheibe. Nein, jetzt ist wieder reingesprungen.
Ja, damit wäre ja alles richtig erklärt. Ja, ja. Ich nehme nur an, Sie haben sich nachher sicherlich gewundert, wie Sie denn überhaupt in dieses obskure Lokal hineingekommen sind. Herr Rat, ich sage Ihnen, ich war geradezu entsetzt. Allerdings, noch mehr habe ich mich gewundert, dass ich Sie dort drinnen angetroffen habe. Mich? Ja. Ach so, ja, das war ein Dings, es war eine... Wie soll ich sagen? Eine Recherche. Ah, versteht sich. Das war eine Recherche. Was war das? Eine private Sache. Ja, lass dich denken. Ich habe in München einen Neffen. Ich habe keinen Neffen in München. Na, sind Sie froh? Meine sein Bruder Leichtsinn. Okay. Der lumpt lieber herum, statt zu studieren. Ah. Da hat man mir hinterbracht, ja, dass er in diesem Trocadero Stammgast sein soll. Aha. Und haben Sie ihn dort angetroffen? Natürlich nicht. Das war eine reine Verleumdung. Ja, das wäre so schön. Ganz ist überhaupt. Ja. Jetzt möchte ich Sie aber nicht länger stören. Was, Sie wollen schon wieder gehen, Herr Rat? Ja. Das ist aber wirklich schade. Da geht's hinaus, Herr Rat, da geht's hinaus. Gerade jetzt, wo der Kaffee und der Kuchen kam, müssen Sie gehen. Wirklich schade. Aber, Herr Rat, Pflicht ist Pflicht. Verstehen Sie? Wiedersehen, Herr Rat. Kommen Sie gut heim. Bitte schade. Moment. Bitte, noch was, Herr Rat. Ja, mein Wagen ist ja noch gar nicht da. Der Wagen ist doch gar nicht da. Der Chauffeur ist ins Dorf gefahren, in eine Werkstatt, weil die Zündung ein bisschen spielt. Herrschaftszeit, dass an den Karren immer etwas sein muss. Ja, na, warten wir halt. Aber vielleicht könnte ich meine Notizen vom Nachbargut hier vervollständigen. Ja? In Ihrem Büro vielleicht. Im Büro? Wunderbar, Herr Rat, ausgezeichnet. Da sieht Ihnen wenigstens niemand. Moment. Was heißt das? Ich wollte sagen, da sind Sie vollkommen ungestört, Herr Rat. Ach so, ja. Sie steht alles zu Ihrer Verfügung. Danke schön. Danke schön, Herr Rat. Mein lieber Freund. Moment. Noch was, Herr Rat? Etwas wollte ich Ihnen noch sagen. Ja, Sie haben im Trocadero vergessen zu bezahlen. Ja, da habe ich immer schon dran gedacht. Sie haben vollkommen recht. Ich habe ja, aber es spielt keine Rolle. Ich habe das einstweilen für Sie ausgelegt. Das macht mir ein bisschen dringend 200 Mark. 200? Ja, in so einem... Bumslokal, wollte ja, ich Sie sagen. Ja. Da muss man vorsichtig sein mit Sektbestellung. Ja, bitte sehr, Rat. 200 Mark. Danke sehr, dass Sie das für mich ausgegeben haben. Ist ja gern geschehen. Okay. Wissen Sie, was ich dort schon einmal bezahlt habe? Nein. 380 Mark. Oh! Aber Gott sei Dank auf Spesen. Und das alles für seine Neffenrecherchen, das kann er seiner Putzfrau erzählen, nicht wahr, aber nicht mir. Na gut, vorläufig ist er im Büro aufgeräumt, aber Dauerlösung ist das natürlich keine. Gustl? Ja, was gibt's denn? Na, was sagst du zu meiner Verlobung? Was hast du verlobt gegen wen? Ja, haben dir denn die Weiberleute nichts gesagt davon? Nein. Ja, die Anni wollte doch gleich zu dir aus ihrem Onkel und sich als Braut vorstellen. Ach so, ja, freilich, selbstverständlich haben Sie was gesagt, aber ich war zu diesem Zeitpunkt gerade anderwertig irgendwie abgelenkt. Ja, dann weißt du es jetzt. Ja, weiß ich jetzt. Also ich habe mich mit der Anni verlobt, beziehungsweise die Anni mit mir. Gratuliere dir. Dankeschön. Bitte. Du, und was dann hätte ich noch eine Neuigkeit für dich, du Lumpazi. Was bin ich? Ein Lump am Stecken. Du, jetzt schneidest aber ab, gell, warum? Du warst doch vor ungefähr 6 Monaten in München und da bist in einem ganz wilden Lokal gesessen, im Trocadero. Sag mal, woher weißt du das? Ja, weil ich damals zufällig auch in München war und auch im Trocadero. Ha, so ein Zufall, das ist aber blöd. Sei froh. Wieso? Ja, du bist doch mit der Zech durchbrennen. Was bin ich? Aber ich hab's Zeit für dich. Was? Du hast Zeit? Ja. Und was machst du? Ja? Logisch hab ich das Zeit für dich. Ja. Weil, am Ende hätte jemand kennt und hätte hergeschrieben. Ja, hast vollkommen recht, ja. Also pass auf, ich krieg aufgerundet 200 Mal. Ja, macht 400. Na, 200 reichen mir. Ja, ja, ist schon recht. Ja, wir haben's ja, nicht wahr? Und sonst, Sepp, hast du nichts gesehen in diesem Lokal? Ja, doch, dass so ein Puppel bei dir war. Mein Lieber, der bist noch wie ein Blitz. Sepp merkte das eine. Das war kein Puppel, das war ein armes Waisenkind, gell? Ja, ja, freilich. Das Trocadero ist ja auch das Stammlokal von den Waisenkindern. Ja. Sag mal, Sepp, du wirst mich doch hoffentlich nicht verraten, oder? Woher denn? Ja. Kann ja sein, dass du mich in München auch mal mit einem weißen Kind sitzt. Ja, ja, dann kannst du dich auf mich genauso verlassen. So gehört es. Jawohl. Wo kommen wir da hin, wenn wir unsere Wohltaten an die große Glocke hängen? No. Für die Waisenvater. Weidmanns Heil, Försterjunge. Lieber.
Der fängt ja gut an, der dein Talent zum Ehemann wie ein Elefant zum Seil tanzen. Sie, Herr Brandl? Ja, was gibt's denn, Kathi? Ich möchte Sie bitten, dass Sie mich am nächsten Ersten schon aus dem Dienst lassen. Wieso? Mein Theo möchte nämlich gleich heiraten. Ach so, Sie wollen heiraten? Ja. Ja, da kann ich natürlich nichts dagegen haben. Es tut mir zwar leid, aber wenn Sie meinen, dann gehen Sie halt zum Ersten. Dankeschön. Ich habe mit der Frau schon geredet gehabt fürs Quartalsende, aber jetzt ist der Theo gekommen und hat gesagt, es wäre höchste Zeit zum Heiraten. Warum kriegen Sie ein Kind? Na, ein Geschäft. Aha. Ja, mein Theo hat bereits eine kleine Wirtschaft gekauft. Okay. Mit ein paar sehr verlässliche Säufer als Stammgäste. Wissen Sie was, ich zorgen einer, gell? Was machen Sie? Theo, geh mal rein, der Herr Verwalter möchte dich kennenlernen. Was möchte ich? Herr Verwalter, um Gottes Willen, das ist ja der Kellner vom Trocadero. Ja, nicht schlecht. Was denn? Sie, Herr Verwalter. Bitte? Mir ist einer vor 6 Monaten mit der Zicht durchgegangen. Der hat einer aufs Haar gleich geschaut. Was Sie nicht sagen? Mir aufs Haar gleich geschaut? Ja, was ist das? Ja. Ja, da kann es eigentlich nur, ja, selbst das kann es eigentlich nur um meinen Ding, um meinen Zwillingsbruder gehandelt haben. Ach, okay, seit wann haben denn Sie einen Zwillingsbruder? Ich hab die Frage doch nicht so blöd, seit wann habe ich einen Zwillingsbruder, seit wann? Seit meiner Geburt natürlich, ne? So. Dann komm ich wenigstens zu meinem Geld, gell? Was? Die 200 Mark, die legst doch aus. Ich meine, Sie können es dann von ihm kassieren. Sass, was mich dieser Bruder schon alles an Geld gekostet hat, nicht zu glauben, da haben's. Ist schon drin im Tresor. Reden Sie aber nicht im Haus herum, gell? Aber woher denn? Geldsachen sind für einen Ober Ehrensachen, nicht? Das ist gut, jawohl. Schließlich muss nicht jeder wissen, was für ein fürchterlicher Bruder ist, ne? Haben Sie vollkommen recht, ja. Das muss niemand wissen. Übrigens, weil wir gerade beim Geld sind. Ja? Wegen dem Hochzeitsgeschenk. Brauchen Sie es nicht übertreiben. Ich übertreibe nie. Mein Kathi und ich, wir denken da an ein Schlafzimmer. Kanadische Birke, nicht? Aha. Ja, dann vielleicht noch ein Ess- und Kaffeegeschirr im Porzellan. Okay. Für 12 Personen. Ja, was? Das Besteck soll natürlich schon Silber sein. Aha, ja, selbstverständlich. Fernseher haben wir bloß einen schwarz-weißen. Ah, wissen Sie was? Da stellen Sie gar einen farbigen dazu. Darf es auch ein Supercolor High Definition TV sein? Selbstverständlich. Wunderbar. Ich danke Ihnen recht herzlich. Sie sind ein lieber Mensch. Ja, ein lieber Mensch. Also, so einen findet man selten. Ja, freilich. Ach, wissen Sie was? Nein, ich weiß nicht. Weil wir gerade so wirklich beieinander sind, bleibe ich auch noch zum Abendessen da. Bleib da. Ist er nicht lieb, mein Theo? Ein Sonnyboy und so bescheiden, ja. Den Kaffee, ja, freilich. Setz dich dabei in den Garten aus, Theo, ich bring dir dann gleich einen Kaffee. Ach, halt auf, ja. Vor dem Kuchen, den ich draußen in der Küche gesehen habe, da legst du ein paar Stückchen drauf. Ja. Ja, nicht, dass der Herr Brandl an mich glaubt, wie das schmeckt bei ihm, ne? Ja, direkt süß ist er, gell? Ja, wie Salzsäure. Ja, also dann würde ich nicht mehr länger stören. Herr Brandl, wir sehen uns dann beim Abendessen, gell? Ja, Kathi. Fertig. Jetzt weiß ich auch, woher die Bezeichnung Zahlkellner kommt. Der bringt's noch zu was. Ist der Herr Rat schon fort? Ja, von wegen. Du, der sitzt im Büro und macht sich irgendwelche Notizen vom Nachbar gut, verstehst du? Aber noch eine Neuigkeit habe ich für dich, Zacker. Wie? Der Oberkellner, den wo ich in München im Trocadero die Rechnung schuldig geblieben bin, das ist der Verlobte von unserer Kathi. Gerade ist er auf Besuch gekommen. So. Oh, da müsst man aufpassen, sonst gibt's ein Familientrauma. Nein. Momentan sitzt er draußen im Garten und isst auf meine Kosten. Weißt du was? Solange der da ist, lassen wir ihn futtern. Wenn er isst, kann er nicht reden. Und du passt auf, dass der Herr Rat meine Frau nicht zu Gesicht kommt. Ja. Und ich verschwinde jetzt ein bisschen, so weit wie möglich. Okay? Ja, aber. Sackau, mach's gut, bitte, mach's gut, gell? Ja, so ist recht. Der Herr Rat soll die Lotte nicht sehen. Ich kann sie doch nicht einmalen. So, jetzt habe ich noch einen Brief geschrieben. Der muss noch rasch dann ins Postkastel hinein. Das ist nämlich eine persönliche Einladung, wissen Sie? Na, das weiß ich nicht. Das wissen Sie nicht. Das macht er nicht. Sagen Sie, wissen Sie, wo der Herr Verwalter ist? Der Gustl? Ja. Ja, da bin ich jetzt momentan direkt ein bisschen überfragt. Sie überfragt, das macht nichts. Jedenfalls, ich bin froh, dass ich nur Positives in seine Prämienbeurteilung hineinschreiben kann. Ja, unseren Gustl, den sollte man vergolden. Ja? Schauen Sie, wie damals meine Tochter und mein Schwiegersohn miteinander verunglückt sind, da hat sie 3 Enkel als Vollwaisen hinterlassen. Okay. Also ohne die ständige Hilfe von Gustl hätte ich es nicht geschafft. Und meine ältesten Enkelin, der Steffi,
hat er sogar ein Süßwarengeschäft gekauft in Geld. Ja, nein, da hängt es mir gerade zum Hals raus. Wie bitte? Da schauen Sie, im Medaillon. Ach so, da ist ein Bild von ihr drin. Bild von ihr, darf ich mal anschauen? Ja, schauen Sie. Ja. Oh. Lieb, gell? Oh, das ist aber sehr hübsch, sehr schön. Eine zierliche Figur. Ja. Blaue Augen, rotblonde Haare. Blonde Haare, ja, sehr fesch. Wirklich sehr, sehr fesch. Ganz der Großvater, ja, gell? Sagen Sie, und wo hat sie denn das Süßwarengeschäft? Im Färbergraben auf Nummer 13a. Und anhänglich ist meine Steffi, meine Enkelin. Ja. Also seit sie das Schokoladengeschäft da hat, da versorgt sie mich so mit Gurteln und Schokolade und sagt, also dass ich papp, was mich angegangen. Färbergraben 13a, ich habe mir das aufgeschrieben, wenn ich einmal vorbeikomme, schaue ich rein. Ich habe nämlich etwas übrig für so Süße, für die Schokolade, meine ich. Ja, das ist gut. Dann sagen Sie, kommen von mir, dann kriegen Sie Rabatt. Ja, um meine Erkundigungen abzuschließen, möchte ich Sie fragen, sagen Sie, die Ehe dieser Verwalterleute, die ist doch in Ordnung. Als wenn es gestern geheiratet hätte. Geht's? Ja. Schauen Sie, ich habe immer Angst, dass ich einmal herkomme und er hat sie gefressen. Oder sie ihn. Vor lauter Liebe. Ach so, ja. Es tut mir nur leid, dass ich die Frau Verwalter nicht persönlich kennengelernt habe. Ja. Wo steckt sie denn eigentlich? Ist sie noch immer beim Friseur? Nein, jetzt ist sie in der Küche draußen und macht gerade Kaffee. Aber da muss ich leider was verraten. Sie ist eine sehr langsame Kaffeemacherin. Warten Sie lieber nicht drauf, sonst geht Ihr wichtiger Brief heute nicht mehr weg. Ach so, nicht? Na, weil unser Briefkasten im Ort, der wird in einer Viertelstunde zum letzten Mal geleert. Ach so, ja, ich bitte um Entschuldigung, aber die Kaffeemaschine hat ein bisschen gesponnen. Na, da ist sie ja. Was? Ja, da ist sie. Ja. Frau Verwalter, ich freue mich, dass ich Sie noch kennengelernt habe. Wie bitte? Herr Ökonomirat, trinken Sie schnell Ihren Kaffee, sonst siege ich schwarz für Ihren Brief. Ja. Ach so, ja, stimmt. Mhm. Ja, der ist ja brennheiß. Oh, ich blase ihn da weiter. Haben wir den. Im Regenmantel selten überhaupt nichts. Oh, jetzt brauche ich ein Mausloch. Ach, Sie sind sicher der Herr Ökonomirat, stimmt's? Ja. Ja, das ist aber nett. Grüß Sie Gott. Freu mich auch. Wer sind die Dame? Was? Das ist die Tante. Ah, die Tante. Von wem? Von ihr. Von ihr? Ja. Sie ist nämlich die Schwester von Herrn Brandl. Aber was bin ich? Herr Ökonomirat, ich glaube, es ist gerade ein Auto fortgefahren, habe ich gehört. Ja. Das kann nur das Ihrige sein. Nix, wenn reinkommt, dann kriegen Sie einen wichtigen Brief heute noch im Dorf los. Tut mir leid, ich hätte mich gern mit den Damen noch ein bisschen unterhalten, aber so kann ich nur mit Bedauern meinen Kaffee austrinken. Das braucht auch niemand, ist schon geschenkt. Ja. Danke, Ihnen. Nein, keine Zeit. Kommen Sie zum Osten. Um Gottes Willen. Also, Herr Brandl, ich bin wirklich angetan von Ihrer Frau und von Ihrer Schwester. Warten. Von meiner Frau und von meiner Schwester herauf. Ah ja, Ihre Schwester ist ja eine Dame von Scheitel bis zur Sohle. Der Herr Rat muss sofort wegfahren, wieder wegen einem wichtigen Brief. Ja, aber nicht ohne Ihnen vorher zu sagen, dass Ihre Angelegenheit natürlich günstig beurteilt wird. Ja, ich schreck, Herr Rat. Freue mich auf jeden Fall, Ihre Familie kennengelernt zu haben. Ja, ich auch. Ganz unsererseits, Herr Rat. Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, Herr Rat. Auf Wiedersehen. Ja. Viel Gott, Herr Ökonomirat, und komm es bald wieder. Gell? Ist nicht gleich schuld. So, jetzt möchte ich aber wirklich wissen, warum der Zacherl sagt, dass ich deine Schwester bin. Und ich deine Frau? Ja, das möchte ich eigentlich auch wissen, Zacherl. Ja, weil der Herr Ökonomirat hat gesagt, dass er dich unbedingt kennenlernen möchte, nicht? Und vorher tät er nicht fahren. Ja, und? Und in dem Moment kommt Anna mit dem Kaffee zu dir. Ja? Ja, und da hat er sie sofort für dich gehalten. Ja, und die Verwechslung, die hättest du richtig stellen können, oder? Bevor ich pieps, hab sagen können, bist du schon über die Treppen runtergekommen, nicht? Ja, und da hab ich dich doch nicht auch als Frau Verwalter vorstellen können. Dann hätte der Gussel zwei. Danke, Zackerl, eine langt mir. Ja, und da ist mir halt nichts anderes eingefallen, als dass ich gesagt hab, du bist seine Schwester. Das war aber ein sehr guter Einfall. Gell? Ja. Ja, dann ist sie auch wurscht. Der Herr Rat kommt alle heilen Zeit einmal zu uns raus. Und wenn das nächste Mal kommt, kennt ihr euch schon wieder nicht auseinander. Da wäre ich aber nicht so sicher. Nein, das hast du schon recht gemacht. Sag halt nur nicht so viel reden. Mach bloß auf den Schrecken auf, lade ich dich auf eine Masse. Der schmeckt rein nach gar nichts. Ja, du hast recht. Natürlich, ich kriege nie mein Kirschwasser dazu. Und wenn ich noch 10-mal drum bitte,
Von mir kriegst du das nächste Mal ein Stamperl saure Milli. Jetzt ist mir besser. Tut die Schwärme jetzt beim Postwirten und in so einer Situation kehren wir zwei ins Wirtshaus. Ja, beim Gastwirt von der Post, da wo keine Gurgel rust, da laufen wir jetzt beide ein, zirgen Wasser rein. Und die Weiberleute, siehst du, die Weiberleute-Sacherl, die lasst man bei ihrer Kaffeebrühe. Du Gustl, meinst du, dass ich beim Wirt drin Kirschwasser kriege? Ja, mit einem fangen wir doch gar nicht an, aufgeschrüppeln. Sag mal, warum haben jetzt die so eine Freude? Doch nicht, weil uns der Ökonomierat verwechselt. Auf jeden Fall bist du für ihn jetzt ledig und er macht da schöne Augen. Ja, das ist mir auch so vorkommen. Ja, mei, dem gefällst. Da kann ich mir wirklich was drauf einbringen. Entschuldigen Sie, meine Damen, die Störung. Aber an meinem Wagen ist noch immer nicht alles in Ordnung. Und da hat mein Chauffeur gesagt, es wird noch eine Stunde dauern. Und da habe ich mir gedacht, ich verbringe das Stündel bei Ihnen. Ja, Ibe. Oh, ich bin ja ganz weg vor lauter Freude. Ja? Ja, Herr Ökonomierat, dann bleiben Sie vielleicht auch noch zum Abendessen, oder? Das wäre sehr charmant. Ja, also, Anni, dann sagt deiner Köchin, wir sind heute um eine Person mehr. Gern, liebe Schwägerin. Mein Fräulein. Ja? Wie war Ihr Name? Lotte. Lotte, ach, Lotte. Um Gottes Willen, was Lotte. Hat er denn? Lotte. Ich muss Ihnen ein Geständnis machen. Ja, der Defekt an meinem Wagen war nur eine Ausrede. Mir fehlt etwas. So? Ja. Ich habe mein Herz verloren. Und zwar an Sie. Es brennt lichterloh. Ja, mit was löschen wir es denn geschwind? Ich habe noch nie eine Frau kennengelernt, die mir so gut gefallen hat wie Sie. Yes, das habe ich ein Glück. Ja, schauen Sie, ich suche eine Frau, mit der ich so glücklich sein kann wie der Bruder mit der Seinen. So, meinen Sie? Ja, na, die beiden sind ja unzertrennlich. Ich habe sie ja vor 6 Monaten in München getroffen. Was? Wen? Ihren Bruder mit seiner Frau. Meinen Sie, wie der Gustl wegen der Stiftung bei Ihnen war? Ja, genau an dem Tag, ja, in einem schummrigen Nachtlokal, ja. Wie ein Liebespaar waren die. Moment einmal, Herr Rat, da muss ich jetzt was nachschauen. Ja, bitte. Steht nämlich alles in seinem Terminkalender. Aha. Schauen wir mal. Also, der Gustl war vom 16. bis 22. März in München. Ja. Ja, und zur gleichen Zeit war ja die Anni bei... Bei ihm natürlich. Bei ihm? Na ja. Wissen Sie, der Grund, warum die Anni überhaupt mitgefahren ist, das war ein Besuch bei ihrer Tante, ihrer Taufpatin. Aber der Gustl und die Anni... Also, das kann ich mir kaum vorstellen. Was denn? Na, nix. Sie zittern ein bisschen. Ist Ihnen vielleicht nicht gut? Ich hole Ihnen ein Glas Wasser. Nein, danke. Das hole ich mir schon selber. So, Herr Rat, wo ist denn die Frau? Ich meine, meine Schwägerin. Der ist nicht gut, die holt sich nur ein Glas Wasser. Ja. Frau Verwalter, darf ich Ihnen ein Geständnis machen? Was, mir? Ja, na, es gehört ja sozusagen in die Familie, wissen Sie. Ich bin so hingerissen von der Frau Lotte. Möchte ich fragen, hat die einen Verlobten? Einen Verlobten? Ja. Die Lotte? Ja. Na, den hat's bestimmt nicht. Na, Gott sei Dank, das würde mich sehr schmerzen. Ich bin nämlich sehr verliebt in Sie. Was, in die Lotte? Ja, natürlich. Das ist gut. Ja, das ist auch gut, weil ich mein's ja ernst. Ich möchte Sie nämlich heiraten. Meine Gratulation. Ja, danke vielmals. Glauben Sie, hat der Herr Brandl etwas gegen meinen Antrag einzuwenden? Naja, also, da müssen Sie ihn schon selber fragen, nicht? Das werde ich auch tun. Das werde ich auch tun. Haben Sie Kinder? Na, erlauben's. Das ist ja schon lang genug verheiratet, werden wir fragen dürfen. Ach, ja, freilich. Ja. So, Anni, da bin ich wieder. Ausgerechnet jetzt. Oh, da darf ich vorstellen, das ist der Herr Ökonomierat Kuckmeier und das ist der Peppi Draxler, unser neuer Förster. Servus. Förster, ja. Peppi Draxler, natürlich. Ihre Versetzung und Beförderung habe ich ja selber unterschrieben. Ja. Aber Sie gehören nicht zur Familie. Oh. Nein, noch nicht, aber... Ein Freund von meinem Mann. Was bin ich? Ja, du entschuldigst mich schon, gell, aber ich möchte es dem Herrn Rat und seinen Garten zeigen. Mei, da wäre ein Spitzen, Herr Rat. Jetzt kriegen Sie nämlich eine ganz saftige Birn von mir, gell? Ja, da freue ich mich, aber ja, das ist sehr nett von Ihnen. Ja, jetzt kommen Sie. Ja,
Ja, und vergiss nicht, deine Kanarienvögel vorzustellen. Was ist denn da passiert? Tritt mich, stößt mich und redt von den Birnen. Ich glaube eher, dass ihr halt noch ein paar saftige Birnen austeilt. Chef, da bist du. Magst du nicht ein bisschen umkommen zum Wirt? Auf Kegelbahn, wir haben eine Mordsgaudi. Ich pfeife auf die Gaudi. Ja, Pfeifer darfst du auch. Sie sagen es einmal, seit wann ist denn die Anni am Verwalter seine Frau? Ganz unwichtig. Unwichtig? Ja. Ja, der Ökonomierat redet so an. Der Wann? Vor einer Minute. Das muss eine optische Täuschung sein, weil der Ökonomierat ist vor einer Viertelstunde abgefahren. Ja, das mag schon sein, dann ist aber vor 10 Minuten wieder angefahren. Ich hab doch gerade geredet mit ihm. Jesus Maria, jetzt darf ich dem auch noch den ganzen Schmarrn erzählen. Hä? Also kurz gesagt, Peperl, tu mir bitte den Gefallen. Solange dieser Deichselsrat im Haus ist, muss es dabei bleiben. Das Annerl ist die Frau vom Gustl, Osmin. Ja, warum denn? Der lasst nicht aus. Ja, weil der Herr Eck und weil der Herr Ökonomierat hat das Annerl mit dem Gustl in einem Nachtlokal gesehen, in München. Was? Wo? Im Trocadero. Hä? Ja, und da hat ihm der Gustl als seine Frau vorgestellt, weil man schließlich mit seiner eigenen Frau hocken kann, wo man mag, nicht? Die Anni war das Bubberl. So eine Gemeinheit. Ganz harmlos. Harmlos? Ja, schau, das Annerl hat ihre Taufbad besucht in München und, ja, und der Gustl hat ihr ein paar Sehenswürdigkeiten gezeigt. Mhm. Harmlos. Harmlos? Ich kenne dieses harmlose Nachtlokal. Hä? Und was das Allerschönste ist, Sie haben das gewusst. Ja. Und haben mir nichts gesagt davon. Raus, alter Spitzbau, oder der Watschenbaum fällt um. Na, der kann ruhig stehen bleiben. Ja, was? Es ist ja eine schöne Überraschung. Und das an meinem Verlobungstag. Da hört sich die Gemütlichkeit auf. Ja, da sitzt der, das Herr. Du warst der Zacherl nicht gerade da. Doch, der muss gerade an dir vorbeigrumpelt sein. Also, ich hab ihn nicht gesehen, da muss er schon hinten nass sein. Mhm. Hat er da nicht gesagt, was wir auf der Kegelbahn für eine Gaudi haben? Doch, ich danke schön für die Einladung. Bittchen, Sepp, gern geschehen. Aber ich hab noch eine größere Gaudi für dich. Ja, was? Fast so eine wirst, dass du in München gehabt hast. Nein, nein. Ja, ich weiß jetzt nämlich, wer das Bubberl war. Sepp, hör doch auf, das ist doch vollkommen unwichtig. Bei euch scheint es alles unwichtig, aber bei mir nicht. Du, das werde ich schon einmal erzählen. Ja, nach meiner Hochzeit vielleicht. Ja, ja, das können wir machen. Du, da sitzen wir uns gemütlich zusammen, trinken ein Glas Wein und dann backe ich aus. Verstehst? Ha, alles gut. Ein guter Vorschlag, oder? Was denn? Mir bleibt der Verstand stehen. Du Sepp, pass auf, die Lotte darf natürlich nichts davon erfahren. Das ist Grundbedingung, gell? August, August. Was bist du doch für ein dreckiger und scheinheiliger Charakter? Du, jetzt hörst du aber auf, gell, mein lieber Freund. Gott sei Dank, jetzt sieht es der Ökonomierat nicht. Jetzt kannst du mir gleich ein Puzzle geben. Du kannst mein Buckel runterrutschen. Ja. Und da kommt von mir aus der Ökonomierat zuschauen. Was? Und wenn du wieder mal nach München reinfährst, zu deiner Patentante, dann sag dir selben einen schönen Gruß von mir. Aber und von mir aus kannst du gleich dort bleiben. Ja, warte, du, den muss ein tollwütiger Fuchs gebissen haben. Es kommt alles von dem saublöden Komödienspulen. Was denn? Du, der Zacherl, ihr seid an allem schuld. Onkel August, ich bin ja so unglücklich. Ach, das riecht mir schon, komm, der Fangige, komm, sei so gut, Annerl. Ich werde schon wieder gut, Gustl. Ich darf keine Angst haben. Lotte, du bist ja, ich. Und ich bitte vielmals um Entschuldigung, wenn ich beim Erinnerungsauffrischen gestört hab. Ja, was denn für Erinnerung? Ja, an eure Reise nach München. Jetzt hörst du mal auf, gell? Und wenn's wieder einmal zur Patentante kommen, Fräulein Annerl, dann sagen sie, dass ich gratuliere zu dem Nachtlokal, das sie sich inzwischen zugelegt hat. Ja, Himmel, Herrschaftszeiten, was ist denn da drinnen los? Seid ihr jetzt auch noch narrisch worden, oder? Und an allem ist nur der Zacherl schuld. Ich hab ja gleich gewusst, dass da nichts gescheiter rauskommt. Lotte, möchtest du mir vielleicht jetzt sagen? Ich habe Ihnen gar nichts zu sagen, Herr Brandl. Herr Brandl? Sie sind für mich Luft, Herr Brandl. Aber ohne Luft kann man nicht leben, Lotte. Schlechte Luft. Oh. Ja, himmig, schimmig, rutzi, wutzi, was hat denn die wieder aufgeschnappt? Gustl, Zacherl, gut, dass du bist. Zacherl, was war da herinnen los? Das möchte ich jetzt wissen. Ich weiß nur, dass mit der Draxler sie beinahe erschlagen hat. Okay. Bitte, Herr. Ja, Herr Rat, schon zurück von der Post. Oh,
Ja, Ökonomierat, was wollen denn Sie schon wieder hier? Ich bin gar nicht weggefahren. Sie sind nicht weggefahren. Nein, einmal muss es heraus, ich muss es Ihnen sagen. Ich habe mich Hals über Kopf verliebt. Ja, das kenne ich heraus. Da kann man nichts machen. Sind Sie eigentlich noch ledig? Ja, ich bin noch ledig. Ja, dann ist natürlich gefährlich heraus. Da müssen Sie aufpassen. Da könnten Sie am Ende zusammengeheiratet werden. Ja, ich will ja. Okay. Ich liebe ja die Lotte. Ja, frei. Wen lieben Sie? Na, Ihre Schwester Lotte. Hast du jetzt auch Lotte verstanden? Herr Brandl. Bitte. Ich bin ein etwas altmodischer, überkorrekter Mensch. Ja. Darf ich Sie um die Hand Ihrer Schwester Lotte bitten? Ja, und der Glaube ist schöner und der Größte. Ja, und der mittlere Kodotzen und der größere Schnitz. Und alle hab's dir da dir gehabt, und der größere Schnitz. Alle Leute möchten wissen, wenn kein Bub und das Volk
was verschneit, das will jetzt, ist noch Alex Traumling. Es bringt schon ein anderer Wurzel mehr. Was verschneit, das will jetzt, ist noch Alex Traumling. Es bringt schon ein anderer Wurzel mehr. Alle die Brüder, ja, hier stehen und laufen ganz einfach davon. Hallo! Wo sind denn die? Jetzt bin ich ganz alleine hier. Das gibt's doch nicht, dass man einen fremden Menschen hier in einem fremden Haus ganz alleine hier lässt. Hallo! Ist hier jemand? Das glaubt man doch nicht. Schließlich. Hallo! Hallo! Ist hier jemand? Man kann doch nicht einen Menschen fremden in einem fremden Haus einen fremden Menschen allein lassen. Das gibt's hier nicht. Hallo! Also das Büro, das kenne ich, da ist niemand drin. Hallo! Ist denn hier wirklich niemand? Das darf doch nicht. Bin schon da, Herr Rat. Was möchten Sie denn? Von Ihnen möchte ich gar nichts. Wo ist die Frau Verwalter? Wie das letzte Mal drum war, ist auf ihrem Bett gelegen und hat geheult wie ein Schlosshund. Um Gottes Willen, warum denn? Ja, wahrscheinlich, weil ich gekündigt habe. Das Annerl war nämlich in der Küche und hat auch gerotzt wie nicht gescheit. Sie, das hätte ich gar nicht gedacht, dass die zwei so an mir hängen. Wo ist der Herr Verwalter? Der ist draußen über unseren Gartenzaun gekupft und am Bach hinter die Weiden verschwunden. Ja, ein bisschen eigenartig. Ja. Und wo ist dieser Dings da, dieser Zacherl? Den habe ich drum aus der Dachluken rausspechten sehen. Wahrscheinlich sucht er was am Dachboden. Man kann doch einen Gast nicht alleine hier herumstehen lassen. Wieso allein bin ich niemand? Mit Ihnen kann ich doch nichts anfangen. Dass Sie anfangen sollen, ist auch nichts mit mir. Da ruckert denn mein Theo ganz schön auf den Pelz. Theo, ich möchte den Herrn Verwalter sprechen. Ja, Schanz, das können Sie doch ganz leicht haben. Sie brauchen ihm ja bloß über unseren Gartenzaun nachhupfen. Schauen Sie nicht einmal, das da kommt er ja. Naja, da werde ich jetzt die Frau Verwalter trösten, gell? Mei, so ist es halt im Leben, dass man vom Liebsten, was man hat, muss schon halten. Herr Brandl? Ja, Ihr Verhalten bedarf einer gewissen Erklärung. Ja. Ich bitte Sie um die Hand Ihrer Schwester. Sie machen am Absatz kehrt, laufen davon. Jetzt erfahre ich, dass Sie über den Zaun gesprungen sind und hinter die Weiden verschwunden sind. Das ist ja pathologisch. Ja, aber Herr Rat, was haben Sie denn doch nur aus Freude, nicht von wegen Ihrer Andeutung, dass ich jetzt die Prämie von dieser Stiftung vielleicht doch, verstehen Sie mich? Nein, ich verstehe Sie nicht. Ja, mein Schatz, es ist halt eine Eigenheit von mir. Wenn mich was freut, dann muss ich hupfen und springen. Und am liebsten springe ich dann über unseren Gartenzaun, nicht? Und je mehr, dass mich was freut, Herr Rat, desto lieber springe ich. Also, wie ich Ihren Brief bekommen habe, da bin ich ja gleich 7 bis 8 Mal über den Zaun hin und her. Das sonderbar ist das. Ja, mein. Ist aber nicht ungesund. Nein, auf gar keinen. Es ist nicht ungesund. Nein. Ja, Sie haben doch nichts gegen die Verbindung zwischen Ihrer Schwester und mir. Nein, keine Herr Rat, sagen Sie mal, haben Sie eigentlich schon selber einmal mit meiner Schwester darüber gesprochen? Nein, nicht so direkt, aber sie muss ja eine tiefe Zuneigung fühlen. Ach, Ihre Zuneigung muss sie fühlen, ja. Ja, Herr Rat, passen Sie mal auf, wie so vieles im Leben hat halt Ihre Geschichte auch, ich weiß nicht, wie ich mich ausdrücke, so einen gewissen Haken. Einen Haken? Ja, geh bitte, setzen wir uns aufs Sofa, dann erkläre ich es Ihnen, Herr Rat. Bitte, ja. Schauen Sie, Herr Rat, unter uns gesprochen, ich meine, von Mann zu Mann. Nicht? Ja. Also ich glaube, meine Schwester eignet sich überhaupt nicht für eine Ehe. Nein, die ist nichts für Sie. Schauen Sie, ich habe einmal spaßhalber im Streit zu ihr gesagt, dich, wenn ich heiraten müsste, habe ich gesagt, dann nur 2 Tage vor dem Sterben. Und warum? Ja, weil sie überhaupt nichts kann, was man so in einer Ehe braucht. Herr Rat, kochen, eine Katastrophe, sage ich Ihnen. Kaffee kochen ist das Einzige, was kann ich. Radl fahren kann sie noch am besten. Ich glaube, das Ganze ist ein bisschen übertrieben. Nein, Herr Rat, das ist noch viel, viel ärger. Und Ihr Gemüt, Herr Rat. Ihr Charakter, ich sage Ihnen, diese Frau ist ein Teufel. Aber nein doch. Aber ja doch.
Sie kennen es noch nicht so wie ich. Das sollten Sie mal hören, wenn es so richtig loslegt. Da wackeln da herinnen die Wände. Herab, da erwischen wir keine Tür mehr, da springen wir alle zum Fenster raus. Das ist erschreckend. Ja. Auf dem Dachboden ist halt keine Sau aus. Herr Rat ist noch da. Sachal, gehört doch. Ich bin gerade dabei, dem Herrn Rat meine Schwester auszureden. Das sagst du selber, die ist doch nichts für ihn, oder? Na, ja, schon gar nicht. Ja, die kann doch nichts, gell? Na, die kann nicht einmal Kaffee kochen. Moment. Sie haben gesagt, das ist das Einzige, was sie kann. Ja, aber nur maschinell. Ja, und dann passt es auch in der ganzen Art nicht heran. Ja. Sie ist ein fesch und gestandener Mann, nicht? Und am Gustl, seine Schwester, ist eine überspannte, süße Noten. Die voll der gleich noch macht, wenn wer ein lautes Wort tritt. Ja, Herr Brandl hat mir gerade das Gegenteil erzählt, was mir jetzt der Herr Zacherl erzählt. So, hat er das? Ja. Naja, ein Bruder nimmt halt seine Schwester gern in Schutz. So ist er hat sie mir als reinen Teufel geschildert. Das langt ja gar nicht. Dieses Weib hat ja drei Teufel im Leib. Bitte. Wollen Sie mich auf den Arm nehmen? Nein, Herr Rat, nein. Ich weiß nur nicht warum, aber genug mit dem Gerät. Ich rede selber mit der Dame und werde meinen Antrag machen. Ich glaube, die beiden sind ein bisschen besonders. Hoffentlich ist das nicht in der Familie vererbt. Das wäre unangenehm. Oh, Frau Lotte, gut, dass Sie kommen. Also, Ihr Bruder und dieser Herr Zacherl, die benehmen sich wie eine Horde wild gewordener Hummel. Die lassen mich zum zweiten Mal hier schon stehen und laufen davon. Okay, was fällt denn denen ein, Herr Rat? Liegt das vielleicht in der Familie? Was? Ja, ich meine, hat Ihr Bruder des Öfteren solche Anfälle? Tja, Herr Rat, also ich würde sagen, da sollten Sie am besten einmal die Frau Verwalter fragen. Aha. Die kennt Ihren Mann nämlich besser. Ich hole es jetzt gleich einmal rein. Bitte, gell? Sind Sie so lieb. Frau Verwalter, der Herr Rat hätte gern eine Auskunft. Was von mir? Ja. Ja, bitteschön. Ja, wir haben gerade von Ihrem Mann gesprochen. Was von wem? Ach, von dem. Bitte nehmen Sie Platz. Ich bin ein bisschen besorgt um seine Gesundheit. Nicht körperlich, sondern eher seelisch, geistig. Geistig? Ja. Sagen Sie, hat er des Öfteren solche Anfälle? Ja, die hat er. Ja? Und seit wann? Seit heute. Und früher haben Sie das nicht bemerkt? Nie. Ich meine, war da irgendeine Erregung, die diese Krankheit, also irgendwie, das muss ja diese Krankheit ausgelöst haben. Ja, Ihr Brief. Mein Brief? Also ich glaube schon. Wie der gekommen ist, seitdem ist er so. Gut, eine freudige Erregung kann ja auch so etwas auslösen. Ja, jetzt müssen Sie mich aber entschuldigen, Herr Rat, weil die Katl hat einen Besuch gekriegt und da kümmert sie sich gar nicht mehr um die Küche. Ach so, ja, natürlich, ja. Na gut, eine große Freude kann auch so eine Erregung. Also, sagen Sie, haben Sie Ihren Bruder gesehen? Nein, es ist weit und breit nichts von ihm zu sehen. Ich mache mir große Sorgen um seine Gesundheit. Ach, zerbrechen Sie einen netten Kopf um den, Herr Rat. Vielleicht werden Sie noch einmal staunen, was das für ein gesunder Bruder ist. Ja, das wäre uns beiden ja vom Herzen zu wünschen, nicht? Ich meine, man will ja schließlich in eine gesunde Familie hineinheiraten. Was wollen Sie? Lotte, schauen Sie mich einmal an. Warum? Jung bin ich nicht. Ja. Schön bin ich nicht. Ach doch, Herr Rat, das geht schon. Ja. Aber treu bin ich und solide und wohlhabend. Ich bin einer der bestzuhabenden Männer. Aha. Also wie geschaffen für die Ehe. Ja. Ja, Herr Rat, warum heiraten Sie dann nicht? Ja, ich bin ja gerade dabei. Lotte, darf ich Ihnen Hand, Herz und Portemonnaie zu Füßen legen? Was, mir? Ja. Aber schauen Sie, Frau Ökonomierat wäre ja auch nicht schlecht. Ach, Herr Rat, wir wissen es also in meine Jahre. Lotte, da kann man... Lotte! Ja. Darf ich um den Verlobungskuss bissen? Aber Herr Rat! Nein! Also da hört sich ja der Spaß auf. Das ist kein Spaß, das ist Ernst. Schau mal, soll's euch alle zwei? Also, na, wie man sich in einem Menschen täuschen kann. Also der schaut doch aus, als ob er nicht bis 15. Na jetzt aber pst. Und hupft umeinander wie ein junger Guckel.
Sie, meine Albe, Sie haben's faustdick hinter Ihre Fledermausohrwascheln, hä? Hinaus mit Ihnen, es hat Sie niemand gerufen. Und wenn Sie Ihre neugierige Dienstbotennase schon irgendwo hineinstecken möchten, darf ich meine Braut nicht küssen? Ach, Erna Braut? Ja. Ja, wer ist denn Erna Braut? Die Frau Lotte natürlich. Ah, was Sie nicht sagen? Ja. Ja, sagen Sie mal, wie geht denn das, dass die Frau Verwalter Erna Braut ist? Ich rede nicht von der Frau Verwalter, ich rede von der Schwester vom Herrn Brandl. Aha, ich meine, ich hole jetzt einen Kübel eiskaltes Wasser und den lasse ich Ihnen dann ganz langsam über den Kopf rinnen, gell? Sie unverschämte Person, Sie. Alles, was ich gesagt habe, stimmt. Das Einzige, was da stimmt, ist, dass die Frau da Lotte heißt. Aber Lotte Brandl, die Frau von unserem Verwalter. Ja, Herrschaftszeiten, ich bin jetzt seit 10 Jahren in dem Haus. Ich werde doch Hausfrau kennen. Bin jetzt ich verrückt oder Sie? Ja, Sie! Und wenn Sie die Dame da unbedingt heiraten wollen, ja, meiner muss sie sich halt zuerst scheiden lassen. Das könnte allerdings passieren. Aber die Katja hat schon recht, Herr Rat. Ich bin wirklich die Frau Brandl. Und zwar schon seit 19 Jahren. Ja. Ja, wer war denn dann die andere? Was für eine andere? Die bei der Tier rausgekommen ist, gleich wieder hineingegangen ist. Jetzt meine, es ist Annerl. Das ist eine Nichte vom Herrn Verwalter. Da hat mich ja der Zacherl schamlos belogen. Was? Wo bleibst du denn so lange? Ich meine, du bist bloß ein Kuchen. Ja, der Nachtlokalkellner. Ja. Was machen denn Sie hier? Ja, und sei es einmal in der Woche seinen freien Tag. Dann bin ich zu Besuch bei meiner Katze. Ja, wir sind nämlich verlobt und wollen heiraten. Aber bei uns stimmt's. Moment, meine Beste. Dürfte ich Sie da vielleicht um eine kleine Auskunft bitten? Ja, wenn ich's weiß, gern. Ja. Sagen Sie, wann war der Herr Brandl zuletzt in München? Das war? Im März, ja genau. So ziemlich genau vor 6 Monaten. Und natürlich war seine Frau mit. Na, die fährt eigentlich nie mit. Und das letzte Mal war er ja dienstlich in der Stadt. Schöner Dienst. Jetzt liegt alles kristallklar vor mir. Und zu mir sagt dieser Mensch, er war mit seiner Frau in der Stadt und in diesem Lokal. Und dieser Abgrund an Unmoral wagte sich, um die Lichtenbergische Stiftung zu bemühen? Pah! Der soll sehen, was er bekommt! Ha? Meine liebe Kathi, du hast es dem Verwalter aber selber nicht auf. Was? Ja, wie kannst du dem Rat sagen, dass er ohne seine Frau in München war, wenn er dem doch gesagt hat, er war mit ihr drin? Ja, das hab doch ich nicht gewusst. Ja, sowas riecht man. Jedenfalls in meinem Beruf, nicht? Ja, hätte ich vielleicht lernen sollen. Ja, selbstverständlich. Nein. Nur, schau, die Wahrheit ist ja was Schönes. Bloß, man soll sie nicht so viel mit ihr einlassen. Ja, schau, wo meinst du, dass ich heute wäre, wenn ich jedes Mal die Wahrheit gesagt hätte? Ja, da hätte er mir meinen Chef noch 8 Tage schon ausgeschmissen. Ja, warum denn? Schau her, Kathi. Wenn ich jeden Gast sage, der bei uns einen Wein bestellt, was das für ein Sauerampfer ist, und wenn ich ihm verrate, dass der Nierenbraten vom vorgestern ist, ja, dann wäre das die Trocadero schon längst pleite. Ah, lieber Schiffer, jetzt hast du aber sauer drin in der Tintentempos. Was machen wir denn da? Ja, mei, du hast ihn eingerissen, jetzt reisen wir wieder raus. Oh, ja, wir denn? Jetzt müssen wir lernen, dass ich die Beuten dir. Ich kann es gar nicht sagen. Ich koche vor Wut. Herr Rat, Sie kochen ganz umsonst. Bitte holen Sie mir ein Glas Wasser. Ja, selbstverständlich. Herr Rat, ich muss Ihnen was eingestehen. Und zwar? Mein Gewissen drückt mich. Ja. Die Kathi hat sich geirrt. Geirrt? Wieso geirrt? Ja, der Herr Verwalter war wirklich mit seiner Frau in München. Ah, das sagen Sie jetzt so daher. Herr Ökonomierat, ein Zahlkellner lügt nicht. Es war trotzdem mit seiner Berufsehre. Ja. Brauche ich aber Beweise, stichhaltige. Die Kriegste, der Herr Brandl und ich, wir sind zusammen in die Schule gegangen. Sein Zufall hat nach so vielen Jahren gar keine Bedeutung mehr. Doch, doch. Habe ich Ihnen schon gesagt, dass ich eine Schwester habe? Nein, und die interessiert mich auch nicht. Entschuldigung, meine Schwester hat sich schon für sehr viele Räte und höhere Viecher, Beamte interessiert. Sie müssen wissen, sie ist Beschließerin in einem sehr großen Hotel in München. Ja, und was hat das mit dem Brandl zu tun? Weil, wenn der in München ist, immer bei meiner Schwester wohnt, also mir zuliebe, nicht? Ja. Ja, und genau vor einem halben Jahr war er mit seiner Schwester dort. Ja, wieso wissen Sie das? Ja, weil ich es doch selber gesehen habe, wie er angekommen ist, nicht? Ich habe nämlich zufälligerweise meine Schwester besucht. Ha, mit eigenen Augen haben Sie das gesehen? Ja, selbstverständlich mit eigenen. Ja, mit was denn sonst?
Freund, wieso wissen Sie, dass das die Frau Verwalter war? Herr Rat, ein Oberkellner kennt doch die Leute. Schließlich verkehre ich hier in diesem Haus, das sehen Sie doch. Vielleicht sind Sie in München auch einer Fiktion zum Opfer gefallen. Was? Mach einen Test. Ja? Ich mache einen Test. Ja. Wie schaut diese Frau Verwalter aus? Wie? Wie? Ja, gut, ja gut, so gern. Ein reizendes Weiberl, ja. Ein zierliches Figur, rotblonde Haare. Und blaue Augen? Himmel. Himmelblaue Augen, so gerne. Moment. Zierliches Figürchen, rotblonde Haare, blaue Augen. Es beginnt fürchterlich zu tagen. Hat der vielleicht Steffi zu ihr gesagt? Ja, ich glaube, dass ich Stefanie gehört habe. Um Gottes Willen! Das ist dem Zacherl sein Enkelkind. Ja, ich habe auch gehört, dass sie eine geborene Zacherl sei. Nein. Mei, und die Kinder, Herr Rat. Die Kinder, so gerne. Schöner können sie als Kind auch nicht gewesen sein. Kinder haben die auch? Ja, freilich zwei, ein Buben und ein Mädel. So, da ist jetzt hier Wasser. Danke, ich brauche kein Wasser mehr. Ja, dann gibst du es mir. Jetzt liegt der ganze Sumpf kristallklar vor mir. Der Spind, hast du schon meinen kristallklaren Sumpf gesehen? Zweimal verheiratet. Ein Bigamist bewirbt sich um die Lichtenbergische Stiftung. Ich muss sofort zum Telefon. Da müssen Konsequenzen gezogen werden. Mein Lieber, den haben wir jetzt hier eingekriegt. Ja, was ist das? Der glaubt jetzt wirklich, der Herr Verwalter war mit seiner Frau in München. Ja, mit wem war er denn in München? Eine dumme Frage. Mit einem Hosen. Die waren doch bei uns im Lokal zum Essen. Also, na, jetzt schau mir den scheinheiligen August an. Okay. Also, du, das hätte ich unserem Herrn Brandl nicht zugehört. Yes, das nein, sind die Männer der Bagage. Hm. Du, Theo, bist du am Ende auch ein solcher, ne? Ich? Ja. Nein, ich bin eine Ausnahme. Ach, okay, es gibt doch viel schönere wie mich. Da möchte ich dir nicht widersprechen. Aber schau, Kathi, beim Doktor musst du arbeiten und in der Nacht ist finster. Das ist gemein. So, mein Lieber, jetzt möchte ich endlich einmal was zum Essen. Ja. Der Kuchen, der hängt mir schon langsam zum Hals raus. Hast denn keine zünftige Brotzeit für mich? Freilich, Theolein, setz dich wieder in den Garten aus, ich bring dir gleich. Ja, halt auf, halt auf, halt auf. Von dem Kuchen, wenn ein bisschen was überbleibt, das muss man einwickeln. Ja. Aber in Staniol, damit er nicht trocken wird, ja, gell? Ja. Ist das ganz? Sie sind Sie nicht gerade vorhin im Garten draußen gesessen? Ja, freilich, da gehe ich jetzt wieder raus. Sie müssen wissen, die Katte ist nämlich meine Verlobte. Ja. Servus. Das ist mir wurscht. Nützt mir gar nichts. Ich kann mich doch nicht ewig verstecken. Jetzt hole ich mir ein Kirschwasser. Sag, Herr Vater, das ist gut, dass du da bist. Du kannst mir gefallen da. An jeden. Soll ich den Herrn Ökonomierat nachschmeißen? Nein, du sollst für mich einen Sprung zum Kreuzwirt machen. Nix lieber wie das. Zum Kreuzwirt spring ich immer gern. Der Förster Draxler wohnt dort. Er soll so gut sein, gleich herkommen. Hat dir ein Hirsch das Gras gefressen? Mach keine Witze, Sache, mir ist nicht danach. Ich fahr zu meiner Mutter und der Förster soll mir behilflich sein, mit dem Gepäck und so. Ja, aber das Annerl wäre doch im Haus zum Helfen. Das geht aber aus gewissen Gründen nicht. Du meine Sache, du weißt ja nicht, was passiert ist. Passiert? Ist was passiert? So, was denn? Ich bring's fast nicht über die Zunge. Aber du bist ja sein ältester Freund. Ja. Zachel, stell dir vor, der Gustl hat eine Gespuse. Der Gustl? Ja. Mit wem? Mit der Anni. Na, das glaube ich nicht. Ja, da gibt's Zeugen. Scheinbar hat's der Ökonomierat in München getroffen. Und da hat er's als seine Frau vorgestellt. Und ja, außerdem hab sie halt selber nur beim Busseln erwischt. Das Arnold und der Gustl? Ja. Ach, solch eine Gemeinheit. Gell? Also das, wenn ich gewusst hätte, dass es Arnold abbusseln lässt. Dann hättest du was dagegen unternommen. Na, dann hätte ich selber auch einmal probiert. Also, Herr Vater. Ich kann so alt nicht werden, dass er nicht der Kasperl bleibt. Die Mannsbrüder, die Mannsbrüder. Ausrotten sollten wir es, wie die Kartoffelkäfer. Ja, Annerl, was ist denn mit dir los? Du schaust so reisefertig aus. Stimmt genau. Wo fahrst du denn hin? Nach München.
Ja, was willst denn in München? Außer deiner Patentante kennst du ja dort niemand. Hm, wer mich schon fortbringen? Such mir irgendeine Stellung als Kindermädel oder sowas. Ja, warum fahrst du denn überhaupt noch hin? Weil mich die Tante Lotte hinausgeschmissen hat. Nein. Und du bist der Nächste, den sie rausschmeißt. Oha, oha. Du, mein Lieber, da drinnen wird nicht so schnell geschmissen. Das ist immerhin eine Dienstwohnung und da kann man dem Herrn Verwalter nicht mir nichts, dir nichts hinausschmeißen. Das wäre ja noch schöner. Ja, warum machst du denn das alles? Eifersüchtig ist. Nein. Auf mich und auf dich. Okay, da hat's doch wirklich keinen Grund. Ja, das hab ich doch auch gesagt, aber das glaubt's ja nicht. Das glaubt's nicht? Nein. Sie putzt sich ein, dass sie in München gar nicht bei meiner Patentante war, sondern die ganze Zeit mit dir beieinander. Was denn? Mit mir in München? Du, Annal, jetzt geht mir Licht auf. Was? Dieses ganze Durcheinander kann nur ein Mensch zusammengemischt haben. Der Herr Ökonomierat Guckmeier, ja, der muss irgendwie erfahren haben, dass ich nicht mit meiner Frau in München war. Und jetzt glaubt er, dass du meine Begleitung warst. Ja, warum denn gerade? Ja, was weiß denn ich? Jedenfalls muss es der Lotti erzählt haben und die glaubt's jetzt auch. So eine niederträchtige Verleumdung. No. Du gehst jetzt sofort zur Tante Lotti und sagst dir, dass sich das der Guckmeier alles aus die Finger zuzelt hat. Ja, oder dass er spinnt oder sonst irgendwas. Jawohl, da hast du vollkommen recht, das müsste ich tun. Das. Ja. Aber das geht leider nicht. Ja, warum geht das nicht? Ja, weil ich sonst meiner Lotte sagen muss, dass ich dass mich heute der Ökonomierat in München mit einer anderen erwischt hat. Ja, da hört man ja saubere Sachen. Was denn? Und wer ist die andere? Du, die kennst du nicht, kenn ich's kaum. Also, das hätte ich dir ja nie zutraut, dass du die arme Lotte so anschmierst. Anna, jetzt hörst auf, ich hab die Lotte nicht angeschmiert. Ah, nicht? Hast mit der in München vielleicht Plakatzollen zählt, ha? Nein, ich habe mit der in München keine Plakatzollen gezählt. Ich war mit ihr beim Essen. Aha. Aber gut, man glaubt mir nicht. Dann habe ich in diesem Haus nichts mehr verloren. Ja, ich auch nicht. Für gut. Annal, wart! Was soll ich denn warten? Auf mich! Ich fahre nämlich mit dir nach München. Nein, ausgeschlossen! Mein Gott, dann schaut doch nur mehr alles und wir zwei was miteinander hätten. Ja, was tust denn da? Einpacken! Ach, geh, Mensch, ich sag doch Sachen von der Lotte! Das ist mir wurscht. Auf der Flucht, da geht's nicht so genau. Mensch, das kommt doch nicht anziehen, gib mir. Oh, lieber Freund, der allerhand das. Mir nicht bieten, das kann ich dir sagen. Mein Gott, jetzt hast du aber einen Vogel. Was habe ich? Ach so, ja, gut. Annal, wenn du Zeit bist, vergisst du, dann fahrst du mit mir nach München, gell? Was? Ich kann dich vielleicht irgendwo als Verkäuferin unterbringen. Ach, okay, wo denn? Bei einem Maroni-Brater? Nein, bei keinem Maroni-Brater, aber vielleicht bei der Steffi Zacherl ihren Schokoladewarengeschäft. Und von München aus schreibe ich meine Lotte, dass wir zwei nicht eher zurückkommen, bis dass sie ihr Unrecht eingesehen hat. Dann können wir uns gleich auf einen Lebensabend in München einrichten. Das ist mir auch wurscht. Ja, wenn dir alles wurscht ist, dann kannst du da bleiben. Gut. Aha, so habe ich mir das vorgestellt. Thomas ist ja gerade recht, Frau Brandl. Schauen Sie, die zwei wollen miteinander durchbrennen. Aber Peppi! Red mich nicht so an, bei mir hat sich's ausgepeppert. Das Wegfahren könnt ihr euch sparen. Das tue nämlich ich. Wunderbar, dann wandert jetzt auf einmal das ganze Haus aus. Und auf meinen Försterposten pfeife ich. Ich fahre nach München und suche mir beim Oktoberfest eine neue Braut. Nein, bleib du nur da als Förster. Nach München fahre nämlich ich. Und da soll noch einer sagen, dass wir nichts für den Münchner Fremdenverkehr tun. Wir können es ja ausschnapseln, wer fährt und wer bleibt. Sepp, ich fahre auf jeden Fall. Und ich auch. Das Fräulein Arnold ist ja schon gewöhnt, dass mit meinem Mann fahrt. Ach, und die Frau Lotte will jetzt scheint's mit dem Herrn Förster probieren. Ja, mit dem bestimmt nicht. Dann vielleicht mit dem Herrn Ökonomierat? Ja, also das wäre schon eher möglich. Warte, mit dem verliebten Kuckuck, der was den ganzen Rat angerichtet hat, ha? Auf jeden Fall ist der ein anständiger Mann. Ich danke dir, Lotte. Bitteschön. Ja, du musst das ja wissen. Busseln kann er jedenfalls sehr anständig. Der hat ja angeschleppt wie ein Bernhardiner, der Senior lang seine Frau halt nicht mehr gesehen hat. Nein, die Lotte hat er angebusselt, dass ich bis in die Küche nach Schnäuzen hab gehört. Schnäuzen? Ja, mein Gott, der hat doch geglaubt, ich bin ledig. Wenn's mir ihr als Schwester vorstellt, ja,
mich sein, überhaupt nicht mehr wehren können. Schnäuzen! Und da willst du das arme Annerl anschwärzen? Na. Ja, du Weib, du Falsche, du Schlange, du! Ja. Und was, und du willst deine Frau verdächtigen, du scheinheiliger Gockel, du? Das war noch deine Heldentat, die am Anfang von dieser Familienkatastrophe gestanden ist. Du hast darinnen überhaupt nichts zu reden. Geh der Nase im Wald zu deine Füchsen, zu deine Hasen. Ja. Selbst in meine Familienangelegenheiten hast du dich genauso wenig hineinzumischen wie beim Wellensittig in die Gemeinderatssitzung. Gib mich das vielleicht nichts an. Nein, nichts. Und du mit meinem Annerl. Mit meinem Annerl, verstehst du? Wenn du mein Annerl an dich druckst, wir wenn's ja gerade frisch verlobt warst. Ich hab dich an mich druckt, ich habe sie getröstet. Ich tröst mir meine Braut selber. Du Birschel, noch ein freches Wort, dann ist in diesem Raum ein Förster zu viel. Und im Himmel braucht es einen Verwalter. Ja, dann geh nur her. Auseinander! Was geht denn hier vor? Ja, die wollen sich erschlagen. Wer wen? Der, den. Und den, der. Hier wird niemand erschlagen und Herr Brandl schon gar nicht. Der muss sich nämlich vor Gericht verantworten. Ja, ja, Sie sind ein fetter Bissen für den Staatsanwalt. Und Sie für den Irrenarzt. Herr Brandl, Sie sind ein Bigamist. Was bin ich? Sie sind mit zwei Frauen verheiratet. Ja, ist das wahr? Davon ist keine Silbe wahr. Außerdem haben Sie noch zwei Kinder aus bigamistischer Ehe. Was? Nein. Voll. Es ist alles in schönster Ordnung. Das glaube ich weniger. Der Kathi, ihr Verlobter, hat mir alles erzählt. Kriege ich jetzt ein Kirschwasser? Sacherl, das Einzige, was Sie kriegen, sind Handschellen. Denn dieser alte Gaun ist noch der heimliche Schwiegervater vom Herrn Brandl. Und dieser alte Ökonomierat ist ein unheimlicher Narr. Oh, entschuldigen Sie, danke vielmals. Auf Wiedersehen. Musikanten spielt Zaufen auf dem Zimmer und Strau. Hallo, der Reihau, hallo, der Reihau, hallo. Musikanten zieht so, jetzt sind sie nur in der Brunnen. Hallo, der Reihau, hallo, der Reihau. Musikanten zieht so, jetzt sind sie nur in der Brunnen. Hallo, der Reihau, hallo, der Reihau. Die Sommerfrischler madeln die Hucker auf den Spur. Hollorerei, hollero, hollorerei, hollero. Und die Bassen auf den Huhn, wie der Hund auf den Huhn. Hollorerei, hollero, hollorero. Und die Bassen auf den Huhn, wie der Hund auf den Huhn. Hollorerei, hollero, hollorero. Ein Sog voller Wein, daher verzeih mir die Sünd. Hollorerei, hollero, hollorerei, hollero. Und zur Wind und Umsinn und zur Schaff wir's bringt. Hollorerei, hollero, hollorero. Und zur Wind und Umsinn und zur Schaff wir's bringt. Hollorerei, hollero, hollorero. Grüß heißt du Bruder, der Herr ist mit dir. Hollorerei, hollero, hollorerei, hollero. Du bist voll der Gnaden, geht's euer Maskier. Hollorerei, hollero, hollorero. Du bist voll der Gnaden, geht's euer Maskier. Hollorerei, hollero, hollorero. Scheide was dir, hat ein Vormann bei Sinn. Hollorerei, hollero, hollorerei, hollero. Mein Thema nicht warm, bis uns auf sich schmeißen. Hollorerei, hollero, hollorero.
steigt immer nicht fort, bis uns auf sich schmeißen. Hololorei, hololorum, hololorum. Ich bin tot. Ich glaube dir nicht, du liegst mir zu viel. Dann bin ich halt scheintot, aber viel fehlt nimmer. Was fehlt dir denn? 600 Mark. Dreimal habe ich die Münchner Schecks schon bezahlen müssen. Ich meine, ob du krank bist? Ja, ich habe einen Starrkrampf. Krampf kann vielleicht stimmen, aber starr. Außerdem kriegt man einen Starrkrampf nur, wenn man sich irgendeine Blutvergiftung oder sowas zugezogen hat. So, ich bin durch und durch vergiftet, seit mich dieses Rindfleisch von einem Ökonomierat zum Ehebrecher abgestempelt hat, fallen sie alle über mich her, versteht? Und da bin ich in meiner Verzweiflung einfach umgefahren und hab mich nicht mehr gerührt. Ja, aber deswegen hast du noch lang keinen Starrkrampf. Aber praktisch ist... Ich rede nichts, ich deut nichts, ich gebe keine Antwort. Und der Herr Ökonomierat glaubt's. Der glaubt scheint immer das Verkehrte. Mein Gott, du bist ja davon gerannt, hast ja keine Ahnung, was zu erinnern alles los war. Meine Frau und Annal haben Rotz und Wasser geweint, dass man mit ihren Tränen im Fluss ein Mühlrad hätte antreiben können. Der Herr Ökonomierat hat mich dauernd mit kaltem Wasser angespritzt und hat sich auch sonst um mich bemüht, bis schließlich die Kathi eine Flasche Cognac gebracht hat. Und den haben wir alle gemeinsam eingeflößt. Aha. Na, dann bist du jetzt blau. Nein, starr. Ruck einmal. Hä? Ja, schau, ja. Ich will gerade zu dir hersitzen. Und? Weiter? Ja, und dann haben sie mich da aufs Sofa hergelegt und mit dieser Decke zugedeckt. Und der Ökonomierat hat gesagt, das scheint mir ein Fall von Starrkrampf zu sein. Und seit der Zeit weiß ich, wie meine Krankheit heißt. Und wie lang soll die dauern?
Du mindestens so lange der Rat da rumgeistert. Du Zacherl, dass der sich jetzt zu allen Überfluss auch noch einbildet, dass ich mit deiner Enkelin Steffi verheiratet bin, das ist doch die Höhe. Ja. Na, Herr Verwalter, geht's ja schon wieder besser. Sie haben mir gerade gerecht. Ja. Sagen Sie mir, was haben denn Sie dem Herrn Ökonomierat für Räubergeschichten über mich erzählt? Aber ich wollte Sie doch bloß rausreißen, weil der Herr Ökonomierat die Karte ausgeflaschen hat und die dumme Gans hat gesagt, dass sie damals allein in München war und nicht mit ihrer Frau. Der gehört zum Mahl zur Kunde. Ja, und da habe ich gesagt, dass ich die Karte geirrt habe und Sie waren doch mit Ihrer Frau. Ja, soweit ganz gut, aber wie können Sie sagen, dass ich zwei Frauen habe? Ja, aber das hat sich alles der Herr Rat selber zusammendefiniert, ja. Nicht? Ja, und dann hat er mich gefragt, ob Ihre Frau ein schilliges Figur ja, hat ja, und ja. Rotblonde Haar hat und blaue Augen. Ja. Und dann habe ich ja gesagt, weil ich gemeint habe, er meint schon die richtige. Ja, aber die Beschreibung stimmt doch gar nicht. Meine Frau ist doch in der Blüte ihrer Jahre. Da müsste man eher stattlich sagen, aber doch nicht zierlich. Ja, aber schauen Sie, Brandl, ich bin doch heute zum ersten Mal bei Ihnen heraus. Dann hockt die ganze Zeit am Garten draußen. Aha. Ja, ich kenne doch Ihre Frau ja. Gar nicht einmal. Ja. Ja, aber mir hockt jetzt in eine Sauce drin, ja. Die man mit 100 Knädeln nicht mehr raustauchen kann. Ja. Ja, aber wie kommt denn meine Enkelin, die Steffen, die ganze Gaudi nehmen? Ja. Auch vom Rat, wenn er mich doch gefragt hat, ob die Frau Verwalter Steffi heißt. Und da müssen Sie ja sagen natürlich und uns auch noch Kinder anhängen, hä? Ja, mei, ich war halt so schön drin im Helfen nicht und Kinder wirken ja immer bürgerlich solid, nicht? Zwei Kinder, hätte eins nicht gereicht. Zur Ehrenrettung, meine ja. Enkelin, schlage ich jetzt einen Oberkeller zu. Ich bin freiwillig den Retter und dann werde ich noch angeschrien und geschlagen. Freilich, eine goldene Uhr werde ich Ihnen spendieren dafür. Schauen Sie das Verschwinden raus! Oh. Kämen Sie mir noch einmal ins Trocadero. Bei Ihnen kasse ich jedes Streichhölzl im Voraus. Und dreimal nicht vergessen, gell? Ja, schau. Ja, ja. Ui, jetzt wird's einschlug. Die Frau und die anderen sind im Anmarsch. Gleich wird's blitzen. Du, dann krieg ich einen Starrkrampf wieder. Ja, ich kann's dir doch nicht nachmachen. Zwei Starken auf einmal, das glaubt uns. Ja, versteht die da hinterm Vorhang, schnell, genau. So. Marf! Du, da schau nicht die Füße rein, genau, rein mit die Füße. Ja, seht Frau Verwalter, das regt sich alles wieder ein. Ja, ja, ich hab's leicht reden. Ich hab's euch ausgesprochen und ausgesöhnt. Aber meine Ehe, die ist in Trümmer gegangen. Ach, gell, das ist nicht bewiesen. Ja, und auch gar nicht glaubhaft, dass der Gustl mit der Steffi verheiratet ist. Mein Gott, wenn er halt bloß reden könnte. Außerdem, die Steffi, die lassert sich doch auf sowas gar nicht ein. Überlegst doch, ihr Mann ist Mitte 50, die Steffi ist Anfang 20. Ja, das ist genau das, was die Männer in dem Alter mögen. Okay. Ja. Sag mal, kommt denn der Doktor nicht? Ja, wenn ich nicht erreicht hab, da meldet sich niemand. Was war jetzt das? Der Gustl hat geschnarcht. Er ist auf dem Weg der Besserung. Ja, hoffentlich. Gustli. Da heißt ihm dieser Teufelsrat einen Bigamisten und er kann sie nicht einmal verteidigen. Ja, außerdem wäre doch die Ehe mit der Steffi ungültig. Denn dass er die nicht vor ihnen geheiratet haben könnte, das ist doch logisch. Aber kein Trost. Weiß man eigentlich, wo der Ökonomierat ist? Ja, ja, der sitzt im Büro drin und telefoniert. Also wenn ich den Doktor anrufen wollte, hat er gesagt, in seinem Büro meldet sich auch niemand. Na, Gott sei Dank. Dann ist der Schmarrn wenigstens in München da nicht bekannt. Ja. Der ist im Staat und bringt's in Zeitung. Na, zum Staatsanwalt hat er gesagt. Was? Keine Angst, da hat sich auch niemand gemeldet. Ist ja schon später Nachmittag. Hochlebe die deutsche Beamtenschaft. Ja, aber am Ende erwischt er doch noch irgendjemand. Und wenn's so ein Klatschspaltenschreiber ist. Ja. Wisst was? Ja? Wir gehen jetzt zu ihm ins Büro rein ja. Und reden die ganze Zeit auf ihn ein. Dann ja, kann er nicht telefonieren. Das ist ja logisch. Ja, ja. Hey, Starrkrampfler! Ja, was gibt's, Sacherl? Um Gottes Willen, da kommt schon wieder wer rein hinter Vorhang. Herr Kapitän, nein! Du, wer mit dir Zauberstab? Du, das lässt ja nicht einmal einen Schuhputzer gefallen, gell? Aber, meine liebe Karte, ich habe meine Maßnahme getroffen. Gott, wenn, was hast du gemacht? Mit deinem Radl bin ich ins Dorf auf Post und habe ins Café Haselbrunner nach München telefoniert. Zu was? Das wirst du dann gleich sehen und die anderen auch. Den gebe ich noch lang keinen Rimpf, ich hab. Oh, haben Sie das geheißen? Nicht so direkt, aber so ungefähr, nicht? Also, ich sag das. Ich helfe dem Verwalter, wo es noch gerade geht. Lieg was Zeug halt. Lade mir 700 Jahre Fegfeuer auf den Buckel. Aber mit mir macht er das nicht. Mit mir nicht, das sag ich dir. Ja, aber jetzt tut er mir schon wieder leid, der Herr Verwalter. Was? Schau an, Theo, wie er ausschaut. Der macht's nicht mehr lang. Ja. Das ist die Strafe dafür, weil er eine Zahlkellner beleidigt hat. So, und jetzt gehe ich in den Garten raus und habe ich mehr Ruhe. Übrigens,
Was hättest denn du noch zum Servieren? Oh, du, jetzt ist nichts mehr da. Bloß noch das Abendessen von den Herrschaften. Ja, das bringst du mir. Außer mir hat in diesem Haus heute sowieso keiner mehr einen Appetit, gell? Gott, eine schlechte Luft ist da herin. Da darf man mal ein Fenster aufmachen. Damit wir die Pläne ganz loswerden. Ja, jetzt kommen dafür alle. Oh Gott, jetzt gibt nicht einen Starkrampf. Ich kann schon gar nicht mehr stehen. Ich schreibe schon lang. Du kriegst einen Schwerkrampf, du kehrst in den Mautorort. Naus damit, naus mit dir. Von mir aus bleib lügen. Das glaub ich doch gar nicht. Das gibt's doch nicht. Dann ist das ja entsetzlich. So glaubt's mir's doch. Er hat sich offenbar selbst gerichtet. Ja. Und das muss bei uns in der Wohnung passieren, wo draußen ein Baum neben dem anderen steht. Na, also, Kathi, also. Sagen Sie, wo hängt er denn? Da hinterm Vorhang. Gott sei Dank hat er keinen Schein zusammengehauen. Herr Förster, Sie sind eine Amtsperson. Binden Sie ihn los. So, jetzt bin ich wieder eine Amtsperson. Jawohl. Also gut, wo hängt er denn? Also, ich sehe niemand. Also, vom Zacherl weit und breit keine Spur, weder aufgehängt noch sonst irgendwie. Wenn ich mein Augenlicht nicht verloren habe. Schon eher sein Verstand. Also, Kathi, wirklich, warum lügst du uns denn so an? Ich schwöre, ich hab nicht gelungen. Da ist er zuerst gehängt. Das wird doch keiner gestohlen haben. Na. Und da haben Sie vielleicht Halluzinationen? Was? Haben Sie hysterische Anfälle? Um Gottes Willen, was ist denn das? Darf man da vielleicht nicht heiraten? Ja doch, Sie brauchen nur eine starke Natur als Partner. Ja, die habe ich und mit der muss ich jetzt sofort reden. Und wo ist dieser Brandl? Das wissen wir doch, der steckt da unter der Decke. Gut. Das ist ja der Zacherl. Was gern als Sie da? Hängen Sie ja noch gefälligst wieder auf, wo Sie gehören. Hm? Was machen denn Sie da? Die sehen's doch. Nix. Das sind ja schöne Geschichten. Der Bigamist ist auf und davon und sein Kumpan hält uns zum Besten. Ich muss sofort ein Amt erreichen, aber sofort. Das ist so ein Durcheinander. Und an allem ist bloß der alte Hirsch da schuld. Auf! Auslassen! Ich bin ein Schwerkranker und ersuche höflichst um Schonung. Lautes Sprechen ist verboten. Von wegen schwerkrank? Ein ganz schwerer Spitzbub sein Sie. Es ist verboten, dem Kranken etwas mitzubringen. Auch keine Grobheit. Du bist doch der Großvater von dem sauberen Fräulein, mit der es mein Mann hat. Verheiratet oder nicht, aber gegangen ist da was. Jetzt weiß ich auch, warum der Gustl hier das Schokoladengeschäft finanziert hat. Muss eine ganz seriöse Person sein. Ja. Und er hat mir auch den Ökonomierat als Frau Verwalter vorgestellt. Sei doch froh, Annal. Da bist du wenigstens mal eine halbe Stunde lang was gewesen. Ja, der traut sich nur Witz machen. Ahnen Sie nicht, dass Ihnen der Tod durch Erwürgen bevorsteht? Und du hast nämlich auch gesagt, dass ich die Schwester bin von meinem Mann. Ja, hätte ich vielleicht sagen sollen, seine Mutter. Ach, wieso hast denn du der Kathi eigentlich einen Aufkinken vorgespielt? Damit sie auch einmal ein bisschen eine Unterhaltung hat, habe ich mir gedacht. Ein gewöhnlicher Schwindler sind Sie. Jetzt langsam aber, gell? Hä? Was kann der nicht dafür, wenn der Oberkellner dem Trottel von einem Ökonomierat einredet, dass der Gustl mit meiner Enkelin, der Steffi, verheiratet ist? So, das, der Kellner hat uns die Suppen eingebrockt. Ja, aber ich lasse meine Steffi nicht mehr länger beleidigen. Meine Enkelin ist so unschuldig wie ich. Das ist aber nicht viel. Gustl! August! Ich bin ja schon da. Ach, Gustl, was ist denn jetzt? Geh weiter, wie geht's dir denn? Ja, es geht schon wieder. Du hast keinen Starrkrampf mehr. Aber Gesepp, ich hab doch nie einen gehabt. Gustl? Was denn? Bist du mit meiner Enkelin, der Steffi, verheiratet, ja oder nein? Geh, frag das und nicht so blöd. Natürlich nicht, das weißt du. Aber gehabt habt's was miteinander? Nie! Dein Schwachsinn, sowas. Ja, und woher hat's dann die zwei Kinder? Ja, von mir nicht, Lotte. Meines Wissens hat's überhaupt keine. So ist es. Nix, Bambino. Ja. Weißt du es gewiss? Okay, ich bin doch oft bei ihr. Die kennst du doch in Tag und Nacht im Schubladen verstecken. Grüß Gott allerseits. Um Gottes Willen, das ist mein Waisenkind aus München. Ja, da möchte ich auch ganz gern der Waisenvater sein. Entschuldigen schon, dass ich da so reingeschneckt komme. Das macht gar nichts. So ein Schnee hebt mir öfters gern. Aber der Theo, der Ober vom Trocadero in München, der hat mir im Café Haselbrunner angerufen und hat gesagt, ich soll daherkommen. Da ist was los. Was ist denn da los? Allerhand ist da los.
Aber vielleicht darf er mal wissen, zu wem Sie eigentlich kommen sollen. Zu einem Herrn Verwalter Brandl. Ja, der Verwalter Brandl, das bin ich. Grüß Gott. Sie? Ja. Ja, natürlich ja. Sie. Können Sie mir vielleicht sagen, warum mir der Theo telefonisch da rausgesprengt hat? Keine Ahnung, meine Dame. Wahrscheinlich aus Gemeinheit. Vielleicht sind Sie mal so nett, mein Fräulein, und sagen mir, woher Sie meinen Mann überhaupt kennen. Ja, Lotte, das Fräulein, ich meine die Dame, das ist eine Dinge. Ja, eine Ausländerin. Was bin ich? Ja, ein armes, ausländisches, doppeltes Waisenkind. Ja. Stimmt's? Ja, natürlich stimmt's. Freilich, für eine Ausländerin, da redet's aber recht einheimisch. Mei, die ist ja schon so lang da. Ja, sie hat ihren Onkel besucht in München, nicht? Ja. Und der ist in München, nicht? Und da sind sie ein bisschen spazieren gegangen, nicht? Und auf einmal, da war der Onkel weg und ist nie wieder aufgetaucht. Ja, und da ist das arme Waisenkind Mutterseelen allein auf der Straße gestanden. Und in ihrer Verzweiflung, da hat sie den Gustl angeregt. Der ist gerade von der Maiandacht gekommen, aus der Frauenkirche. Was? Im März aus der Maiandacht? Ja, was glaubst du, was in München alles möglich ist, nicht? Und da hat sie den Gustl bitten, dass ihr den Onkel ein bisschen vertritt, nicht? Und ihr ein warmes Essen zahlt. Ja, da hat er vollkommen recht, nicht? Und da kann ich doch nicht Nein sagen. Man kann doch nicht ein armes Waisenkind hungrig alleine in der Großstadt stehen lassen. Ja, und weil das gerade in der Nähe war, nicht, sind sie miteinander ins Trocadero gegangen. Ja, du musst wissen, das ist ein sehr gutes, solides, bürgerliches Lokal. Ja, da liegt auf jedem Tisch ein Gebetbücherl. Ja, der lügt ja gleich noch besser wie ich. Ja, und da drinnen hat uns halt dann der Herr Ökonomierer Guckmeier gesehen. Aber das Fräulein halt nur von hinten. Ja, aber die Dame ist dann ganz schnell entfleucht. Aha, und warum ist sie schnell entfleucht? Ja, weil der Öko-Dings da so best reingeschaut hat. Haben Sie das mit dem Rücken gesehen? Ja, und wie mich dann der Herr Ökonomierer gefragt hat, wer das war, dann habe ich natürlich nur wegen der Moral und in meiner Verlegenheit, weil ich mich doch kurz vorher um die Prämie beworben habe, damit kein Missverständnis aufkommt. Ja, und weil er halt gerade ganz fest und lieb an sein Weiberl daheim denkt hat. Nicht? So. Ja, da habe ich halt gesagt, die Frau, die Dame war meine Frau. Und das hat der geglaubt? Weil wir zwei so leicht zum Verwechseln sind, gell? Oh, mein Lotte von hinten. Ja. Also, Gustl, jetzt nehmen wir mal an, ich glaube die ganze Geschichte. Ja. Wie kommt denn dann der Herr Kuckmeier auf die Idee, dass das am Zach seine Enkelin, die Steffi, war? Ja, das... Ja, weil ich den Herrn Ökonomierer erzählt habe, wie meine Enkelin, die Steffi, ausschaut. Ja. Und das Bild, Medaillon da, habe ich ihm auch gezeigt, nicht? Und weil sich die zwei Damen halt da sozusagen gleich schauen, wie aus dem Gesicht geschnitten, nicht? Ja, aber höchstens von hinten. Ja. Warum ruckst du mit der ganzen Reibergeschichte erst jetzt raus? Ja, nein, schau, weil wenn man das alles so hört, dann klingt so verdächtig, dass ich mich einfach nicht getraut habe. Also, wenn ich es nicht selber erlebt hätte, würde ich es auch keinem Menschen glauben. Ja. Aber, du glaubst mir jetzt doch hoffentlich, dass ich kein Bigamist bin. Ha? Und ich kein alter Gauner. Und Sie haben mit meinem Mann wirklich bloß Ihren Onkel gesucht? Auf Ehr und Seligkeit. Hm. Übrigens, Herr Brandl. Ja? Sie haben vergessen, einer Zech zu zahlen. Was? Ja, ich hab's dann am nächsten Tag ausgelegt. Sie auch? Ja. Da kriegen die dann... Ja, 200 Mark, ich weiß. So, das macht jetzt 800. Wenn das so weitergeht, darf ich mein Sparbuch kündigen. Ja, im Trocadero, da ist man preiswert. Ja, aber in unserer Wirtschaft wird es noch viel billiger. Ja, dann zahlt man dann vielleicht fünfmal mindestens. So, telefonisch habe ich leider niemanden erreicht, aber ich habe einen Brief an die Staatsanwaltschaft München geschickt. Der muss sofort zur Post und Beeilboten weg. Post? Die hat heute schon zu. Psst, Sie reden kein Wort mehr. Herr Rat, diesen Brief können Sie ohne weiteres wegschmeißen, denn alle, die hier versammelt sind, wissen ganz genau, dass ich vollkommen unschuldig bin. So, das muss erst bewiesen werden. Nichts leichter wie das, Herr Rat. Die betreffende Dame, mit der ich in den bewussten falschen Verdacht gekommen bin, wird Ihnen jetzt gleich persönlich sagen, dass ich niemals mit ihr verheiratet war und mir auch sonst nichts zu Schulden habe kommen lassen. Und miteinander essen, Herr Rat, das wird man wohl noch dürfen, nicht? Ehrlich? Ja, warum haben Sie ein Herz versteckt? Lille? Onkel! Lille, wie hat's um? Mein Onkel! Es ist meine Nichte. Onkel, du bist Ökonomierat? Ja, mir hast du gesagt, du bist Bankdirektor. Psst, sei ruhig, ich kauf dir auch alles, was du willst, wenn du nichts verrätst. Was, ja. Sag einmal, Nichtelein, wie kommst denn du da überhaupt her? Ja, der Theo hat mich angerufen, ich soll sofort kommen. Warum eigentlich?
Ja, weil ich doch gewusst habe, dass der Rat hier ist und schon lange sein Lichterl sucht, nicht? Jetzt wollte ich ihm eine besondere Freude machen. Ja. Als Stammgast. Als Stammgast, ja, Herr Rat, da müssen Sie entschuldigen, dass ich es damals verwechselt habe. Ich glaube, Sie suchen Ihren Neffen, dabei haben Sie Ihre Nichte gesucht. Ich habe ja auch Nichte gesagt, Sie müssen zuhören, wenn ich was sage. Ja, dann habe ich mich leider verhört. Entschuldigen. Das ist aber nett vom Theo. Geo, geil, schenke was. Ja, bitte sehr. Also bitte, bitte. Da haben Sie Telefongeld, da haben Sie ein bisschen ein Telefongeld. So für einen wunderbaren Einfall, was Sie gehabt haben. Es war aber ein sehr langes Ferngespräch, bis Sie die Lilli geholt haben. Ja, und er ist so geduldig, mein Theo. Ja. Gell? Also geduldig bin ich auch, aber die Geduld hat einmal ein Ende, so jetzt ist aber Schluss. Ja. Okay. Jetzt ist aus. Besten Dank, bitte. Gell? Und beehren Sie uns bald ja, ja, wieder. Ja, ja, ist in Ordnung, ist in Ordnung. Also, wundern tut es mich ja, dass der bei dir noch ist. Ja, mein, wir Förster, gell? Wir sind vorsichtige Leute. Ja. Lieber Herr Brandl, ja, lieber Herr. Ich glaube, es ist alles gelöst und geklärt und Sie können sicher sein, dass Sie unsere Stiftung natürlich bekommen werden. Herr Ökonomierat, ich danke Ihnen von ganzem Herzen. Und Sie können auch versichert sein, dass ich von meinem moralischen Lebenswandel, so wie ich ihn bisher geführt habe, keinen Schritt abweichen werde. Bravo! Sag mal lieber von dem moralischen Lebenswandel, den du in Zukunft führen wirst. Das ist mir nämlich sicherer. Ein Moment, Herr Rat. Ja? Gibt's vielleicht bei den Lichtenbergischen auch eine Stiftung für die größten Spitzbuben unter die Bankdirektoren und Ökonomieräts? Das ist eine Frage. Natürlich nicht. Schaut, denn das Stipendium hätten ganz bestimmt Sie gekriegt. Thank you.